In der letzten Folge hatte Andros in der Nacht eine Vision darüber, wie er und sein Meister vergeblich in Big Z's Hauptquartier einzubrechen versuchten. Darüber hinaus erreichten sie endlich Verdun, wo sich der Bandenboss angeblich aufhalten soll. Als sie Arias Tipp befolgten und in der Taverne zum Goldbräuler unterkamen, fanden sie heraus, dass es sich bei dieser um eine sogenannte Flüsterkneipe handelt, in der Kriminelle ein Tarngeschäft führen, um insgeheim ihre Aktion zu planen. In eben dieser trafen sie auf den Wirt namens Fred und sie sahen, wie der diensthabende Lucie in ein geheimes Untergeschoss ging. Als sie ihm folgten, trafen sie dort auf Fred, Lucie und die anderen Leibwächter von Big Z. Die Helden versuchten vergeblich, Lucie zu einem Einzelgespräch zu überreden. Alle spürten einen Stich im Hals und wurden durch Schlafpfeile bewusstlos. Als sie in einer Zelle wieder erwachten, war dort Lucille, der Iron einen Zettel gab und allen durch Magie eine Vision zeigte, in der sie sahen, wie sein Leben verlief, wie wichtig ihm Araya war und vieles mehr. Doch auch Iron hatte einen Traum über seine Vergangenheit, in der man erfuhr, wie sein Meister starb. Sie schafften es schließlich, sich zu befreien und stehen nun Lucille in einem Kampf auf Leben und Tod gegenüber. Während sie ihn besiegen, bekommt Gustav seine Stimme wieder. Und was hat es mit diesen Visionen auf sich? Mahlzeit, hier ist Brahma aus dem Off. Wir hatten zum Anfang einige Tonprobleme, deswegen habe ich ein paar Sachen rausgeschnitten und will euch kurz erklären, in welcher Situation wir uns jetzt befinden. Unsere vier Helden befinden sich in einem Nebenraum einer Flüsterkneipe. In der Flüsterkneipe selbst halten sich Luciel und zwei seiner Schergen auf, namens Gargaok und Oryk. Die vier sympathischen Abenteurer bereiten sich auf einen Kampf vor. Deswegen haben wir die Initiative ausgewürfelt und die Reihenfolge ist wie folgt. Als erstes greift Iron an, danach Gargaok, als dritter Aragorn, als vierter Andros, als fünfter Oryk, danach Luciel und zu guter Letzt Gustav. Moment, wo war's jetzt? Hold Person, da. Genau, abgecastet. Und da muss jetzt jeder von denen... Must succeed a wisdom saving throw or be paralyzed. Ja, was ist der wisdom saving throw? Was ist der DC? Ah, da, 15. Gut, du kannst also drei nehmen, ja? Ja. Wen nimmst du? Du hast Big Z, Oryk, Gargaok und Luciel. Das ich sind vier. Die beiden nehmen, die den tragen könnten und ihn. Einfach damit die hier bleiben erstmal. Also ja, Gargaok, Big Z und Oryk. Genau. Der hat die drei auf der Treppe, ne? Wisdom Saving Throw von... Oh, Rick, komm, du hast plus 5 drauf, Alter. Und er hat eine 16. Das also der kleine ja. Zwerg. Big Z hat auf Wisdom eine minus 1. Warum habe ich die so gebaut? Weil er eine 16 hat. Damit hat er... Ja. Und Gargaok hat auf Rüstem eine 0. Komm schon. Eine 13. Im Moment, also, hat Big Z eine 16 gewürfelt oder schon mit Abzug von dem plus 1 eine 16? Schon mit dem Abzug. Hätte eine okay. 17. Warten wir so werden. Was wolltest du, Gustav? Ich freu mich einfach mal. Achso. Also, wer umfällt, ist Gargaok, die weibliche Orke. Sie liegt auf dem Boden. Während die anderen beiden weiter wegrennen, ganz kurz stoppen und sich umdrehen, so... Ja. Warte mal, sollte ich dann noch für die anderen würfeln? Nein, die lasse ich rausrennen. Wenn, dann habt ihr halt noch Gargaok als Gegner, ist ja dann euer Problem. Ja, dann wäre halt... Warte mal, kannst du noch was machen neben dem Zauber? Oder wäre das denn deine komplette Runde? Meine Action. Mit Bonusaktion habe ich jetzt nicht so viel. Doch, ich könnte noch Inspiration machen. Und da würde ich unser Marshmallow-Mikrowelle motivieren. Dann sag mal, wie du ihn motivieren würdest. Er würde ihn... Moment, Andras war der Big Z bekommen wollte, ne? Yep. Dann würde ich ihn
jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Mut zusprechend anschauen und sagen, wenn du ihn kriegen willst, dann ist jetzt deine Chance. Und dann epische Musik im Hintergrund spielen. Geil. Alles klar. Da du Gagaok dazu gebracht hast, dem Kampf beizuwohnen, habe ich für die Initiative gewürfelt. Sie hat eine 18 plus 1, also eine 19. Sie ist also nach dir dran. In jeder ihrer Runden muss jetzt den Wisdom Saving Throw machen, ne? Nur einmal. Ach, sie kann jetzt nicht mehr gegen ankämpfen. Ach so, doch. Ach so, stimmt, hat funktioniert. Entschuldigung, ja. Jetzt muss sie jede Runde, genau. Sorry. Hatte ich vergessen. Und sie hat eine 4. Sie bleibt weiter geholdet. Ist das ein Concentration Spell? Gut. Weil ich weiß, ja. Aragorn, du bist dran. Okay, wo stehe ich denn im Raum? Also bin ich. Welcher Gegner ist mir denn am nächsten? Dann definitiv Luciel, weil er ja gerade sich hinter Andros geportet hat. Okay. Und wo im Raum ist Iron? Der müsste hinter dir stehen. Wenn hinter mir. Wenn ich richtig Erinnerung habe von letzter Session. Weil ihr müsstet ja ganz rechts sein. In diesem kleinen Nebenraum. Genau, okay. Da wart ihr. Ihr seid gerade auf dem Weg so durch Nische durch. Da okay. An dem Tisch sind sie gerade aufgestanden. Lucy hat sich hinter Andros geportet. Du standest ja so in der Tür und wolltest gerade deinen Bogen zielen. Beziehungsweise an seinem Mantel. Und darunter ist ja dann diese Lederrüstung. Das merkst du ja dann auch. Man merkt den Unterschied, ob man jetzt auf eine Rüstung schlägt oder auf normales Tuch. Und ja, dann warte mal, beschreib mal den Schlag, den du machst. Okay, Aragorn bemerkt, dass Lucille sich auf Andros konzentriert und er gerade unbemerkt hinter ihm steht und versucht, sein Kurzschwert in seinen Rücken zu stechen, aber das Kurzschwert rutscht einfach an der Rüstung ab. Zwischenfrage. Hat mir nicht beim letzten festgestellt, dass du Doppelangriff hast? Ja, was? Ich glaube ja, Attacks per Action müsstest du 2 haben, oder? Das müsste ganz oben stehen bei, wenn du Action hast, All, dann müsste da stehen Actions, Attacks per Action 2. Das stimmt, oder? Da habt ihr vollkommen recht. Das heißt, ich könnte jetzt einfach nochmal würfeln. Klugscheißen, au. Und diesmal treffe ich auch, da habe ich eine 24. Dann let's go. Schaden ist 10. Nachdem der erste Schlag an der Rüstung von Lucille abrutscht, versucht es Aragorn nochmal Lucille in den Rücken zu stechen und der zweite Stich geht doch durch. Aber wie Lucy reagiert, musst du ja sagen. Er schreit zwar so ein bisschen auf, aber er konzentriert sich immer noch nicht auf dich. Also zumindest, weil er da auch noch nicht dran ist. Also er ist wirklich so... So, Andros. Ja. Okay, kurz für mich zum Verständnis, wenn ich jetzt quasi gerade ausgucke, sehe ich die Richtung, also gucke ich auch in die Richtung, wo Bixi und seine Leute abhauen wollten? Yep, du guckst genau in die Richtung, währenddessen du gerade hinter dir einen Draw hast, der leider ist das durch das Upleveln, ich weiß nicht mal, wie viel Schaden du genommen hattest durch Lucille, falls er die überhaupt Schaden gemacht hatte. Obwohl, das könnte ich ja eventuell im Chat nachlesen. Obwohl, nein, kann ich nicht, weil ich... Kann ich nicht, weil ich Lucy immer verdeckt würfel von euch. Mahlzeit, Technik-Brahma hier. Wir hatten ein paar Tonprobleme, deswegen habe ich ein paar Sekunden rausgeschnitten. Andros hat versucht, Big Z zu verfolgen, beziehungsweise ihm nachzusprinten. Also wenn, dann würdest du an der Treppe unten ankommen, wo gerade Big Z versucht hochzugehen mit
Oryk und... Nein, nur mit Oryk. Gargaok liegt ja auf dem Boden. Das ist übrigens auch noch wichtig, ne? Während ich laufe, ich trete auf Gargaoks Gesicht und rette also, ne? Dann gebe ich dir mal einen Unarmed Strike, ob du sie triffst. Okay. Okay, eine Dirty Trend. Hm? Extra nochmal einen reinwirken, nur um klarzustellen. Ja, sicher. Dirty 20 trifft definitiv. Dann... machst du 4 Schaden an Gargaok. Oh boy, du legst dich gerade mit einem Barbarian an, aber ja. Ich bin selber ein Barbarian. Was will die Alte? Was kann die, was ich nicht kann? Hallo? Die Alte. Okay, das würfeln wir dann aus, ja? Okay. Gut, aber jetzt mal back to business. Ich versuche natürlich Bixi aufzuhalten bzw. zu greifen. Das machen wir in der nächsten Runde, weil ich würde sagen, 16 Meter zu sprinten, also du müsstest schon deine komplette Aktion dafür aufwenden, nur um ihm hinterherzukommen. Weil du müsstest ja nicht nur deine normale nehmen, sondern auch das Dashen und das wäre dann nochmal deine komplette Aktion. Enough. Dann ist besagter Tiefling dran. Komm schon. Warte mal, ich sagte ja 16 Meter, also 80 Fuß. Ich glaube, der kommt selbst er nicht hinterher. Ich glaube, dann kommt selbst er nicht hinterher. Wie weit? Was ist ein Tiefling? Du bist hier. Drow, Entschuldigung. Ah. Okay. Ah, ja, Drow, ja. Er kommt selbst dir nicht hinterher. Selbst wenn er Misty. Obwohl, wenn er Misty steppt, hat er 30 Fuß, dann nochmal 30 Fuß laufen. Sind wir bei 60? Ne, kommt er immer noch nicht hinterher. Okay, dann macht er was anderes. Er legt seinen. Wie fehlt das deutsche Wort? Crossbow. Armbrust. Danke. Armbrust, genau. Die legt er an und schießt auf dich. Motherfucker! Liegt da eigentlich ein Nachteil, weil er steht so zwischen uns? Eigentlich den Kampftümmel? Den braucht er nicht. Nein, den braucht er nicht. Er verfehlt eh. Okay. Kurze Frage. Hat er sich bewegt oder nicht? Weil die anderen müssten doch, wenn sich einer aus dem Kampf bewegt, auch nachschlagen können, ne? Nein, hat er nicht. Und selbst wenn, würde er Misty steppen. Und das ist dann so, dass er praktisch von der Stelle verschwindet, auf anderen auftaucht. Da hast du keine Opportunity Attack, weil er nicht physisch an den vorbei rennt, sondern sich für eine kleine Distanz wegspawnt sozusagen. Wegteleportiert. Achso, okay. Son Goku auf Wisch befindet. Ich mag den. Genau, so in der Richtung. Dann haben wir unseren allen Lieblings-Damage-Dealer, der in der Taverne einfach mal 2 Net 20s würfelt. Darf ich? Yep. Ja, na, wenn ich schon im Rücken von Lucille stehe, dann geht's direkt erstmal los. Ich hab da was vergessen, ja. Nein. 9 trifft nicht. Ja, die 14 hinterher vom Decker wahrscheinlich auch nicht. Die trifft. Was, die 14 trifft? Yep. Okay. Lucille ist da, ja. So, dann ist hier der Piercing Damage und der Sneak hinterher. Wow, die hat getroffen. Wow. Wie viel? 19 und 2 plus 19, 21. Eieieiei, von wegen, es wird schwer für euch. Also, mit der Mainwaffe nichts gemacht, mit dem Decker 2 Damage, aber der Sneak Attack haut rein. Wie machst du's, dass du 19 Sneak Attack schaffst? 4d6. 4, 4, 5, 6. Cineastisch beschrieben, meine ich. Ach so. Ich greife ihn ja von hinten an und eigentlich verfehlt meine Waffe, bloß mein
Dolchschwung streift ihm am Hals so gut, dass dann ein guter Schwall Blut rausspritzt. Alles klar. Dann ist der Barde dran. Ja, ja. So, der Freund liegt immer noch, ist immer noch bei, zwischen uns, ne? Yep. Kannst du eine Thunder Wave nehmen? Nee. Wenn wir lass mal so schön um den Kampf gehen. Dann, ne? Dann nutze ich mal meinen hübschen Zauber, Hold Person, und dann machen wir einen Mobbingkreis. Stiefelkreis, ja. Rhythm Save? Jo. Warte, gegen? Da. 15. Gegen 15? Wow. Rhythm Saving Throw gegen 15, ja. War auch vorhin schon so. Eine 17 plus 2. Ach komm. Okay. Ich hab's jetzt nicht ganz mitbekommen, ob Andros seine Inspiration schon verbraucht hat. Nein. Nee. Er ist erstmal nur gesprintet. Okay. Dann verteile ich direkt die nächste an meinen Lieblingsschüler. Ich guck wieder zu Aragorn rüber und wie es wahrscheinlich schon öfters passiert hat, gebe ich ihm so diesen Blick, der bedeutet, dass ich für ihn, den er schon versteht, dass er für ihn bedeutet, dass ich Großes erwarte, in dem Sinne, in diesem Kampf. Oder dass er mich stolz machen würde, ist was ich meine. Okay, wer ist denn jetzt der Nächste? Ist jetzt schon Aragorn dran? Nein, das wäre die Orke. Und sie ist gerade dabei aufzustehen. Sie hat den Wisdom Save geschafft. Sie hatte eine Net 20. Jungchen, man sollte aufpassen, mit wem man sich anlegt. Komm her. Mahlzeit, Freunde. Hier ist wieder Feuerwehrmann Brahma aus der Technik. Ich habe ein paar Sekunden rausgeschnitten, weil wir Tonprobleme hatten. In der Zwischenzeit hat die Barbarin Barbaok versucht, ganz hinterrücks Andros mit der Axt in den Rücken zu schlagen. Andros revanchiert sich natürlich direkt und versucht Barbaok anzuzünden. Es sind 3d10. Du machst Eieieiei! 17 Schaden. Aber das tangiert sie nicht so richtig. Was? Okay, ich bin kurzzeitig irritiert. War ein Viertel von ihrem Leben. Ungefähr, Pi mal Daumen durch Fensterkreuz. Also noch hält sie das 4 weitere Male aus. Bin ich jetzt so fies als Spielleiter? Text per nein. Action hat sie 2 und sie hat noch eine Action Search. Komm, du hast noch 57 Lebenspunkte. Da spiele ich mal Gargaok richtig gut aus. Das kannst du ruhig ab. Frage so. Ist sie trifft wahrscheinlich mit einer 26. Ich glaube ja. Macht diesmal einen einhändigen Schlag. Red. Warum hat der mir hier Slashing Run Hand Damage 12? Ah, sie macht 12 Schaden. Und das andere lasse ich mal noch weg. Ihre Kräfte, die du nicht hast. Ja, dann ist jetzt Aragorn dran. Und Iron? Ja. Andros geht's zwar noch relativ gut, weil er ungefähr noch ein Dreiviertel von seinem Leben hat, aber er ist schon ordentlich angeschlagen. Danke für die Erinnerung. Ich pass auf. Ich bin ja hier der Heiler. Alles klar. Alles klar, Aragorn hat die Worte seines Mentors vernommen und will ihn natürlich noch nicht enttäuschen. Er setzt einen entschlossenen Blick auf und da er immer noch im Rücken von Lucia steht,
Stimmt's? Mhm. Versucht er mit dem Kurzschwert gezielt in die Wade von Luciel zu stechen. Mit Vorteil. Muss ich jetzt trotzdem normal würfeln oder mache ich jetzt irgendwas Besonderes? Du könntest da, wo die Plus steht, rechtsklick machen, dann siehst du Advantage und dann einfach darauf klicken. Dann glaube ich, müsste er mit Vorteil würfeln. Bei Hit DC, da wo die zum Beispiel Plus 7 steht, müsstest du eigentlich rechtsklick machen können. Ah ja. Und dann Advantage und dann auf Roll klicken. Kannst du gleich zweimal hintereinander machen, weil du ja garantiert auch den zweiten Dings dafür einsetzt. Also der erste trifft. Da habe ich eine 23. Jupp. Yep. Und dann mache ich das gleich nochmal. Aber jetzt nur mal der Fairness halber. Also ich kenne das so von Pen and Paper Spielen, wenn ich gezielt ein Körperteil eingreifen will, wird der Wurf doch eigentlich schwerer und dann habe ich nicht einen Vorteil. Naja, aber er steht immer noch mit dem Rücken zu dir und wenn er mit dem Rücken zu dir steht, die Wade zu treffen, ist dann nicht allzu schwer. Okay. Du entscheidest. Der zweite trifft auch, da ist eine 18. Jupp. Also jetzt zweimal Schaden würfeln, ja. Da kann ich normal würfeln oder auch irgendwas mit Rechtsklick? Nein, da ganz normal. Okay, das erste ist eine 5. Und das zweite eine 8. Also insgesamt 13. Ah, alles klar. Andros, du bist dran. Achso, ja, okay, du schlägst auf die Waden. Willst du das irgendwie beschreiben oder? Ich dachte eigentlich, das reicht an Ausspielen. Also ich, Aragorn ist motiviert durch die Worte von Iron, seinem Mentor, setzt einen ganz entschlossenen, verbissenen Blick auf und versucht eben gezielt die Wade von Lucy zu treffen und sticht auch direkt durch den Beinschutz, den Lucille trägt, und grinst zufrieden. Alles klar, dann Andros, du bist dran. Setze welche Attacke ein? Wie nah bin ich da an Bixi dran? Du könntest jetzt so langsam, also erst gerade bei die Treppen hochzulaufen, du könntest versuchen ihn zu greifen, aber du hast gerade im Rücken zwei Schläge von einer Orkin abbekommen. Und du bist nicht der Meinung, dass sie nachlassen wird. Du kannst ganz gerne versuchen, dich auf Pixie zu fokussieren, aber dann wird sie beim nächsten Mal Vorteil kriegen, da du ihr immer noch den Rücken zuwendest. Und Oryk ist dann auch noch da, der kleine Zwerg. Und Zumbisherkern kannst du aber auch noch. Er hat auch noch seinen Berserker-Mode. So als Berserker. Yep. Achso, ja, Ragen könntest du auch. Dann kriegst du halt nur halben Schaden. Und ich glaube, noch sonst irgendwelche Gate. Aber dann habe ich, glaube ich, noch eine Attacke, ne? Nicht zwei mehr. Ich schau mal nach. Rage. You gain advantage on strength checks and saving throws, not attacks. Plus 2. Melee damage with strength weapon resistance to bludgeoning, piercing, slashing damage. You can't cast or concentrate on spells while raging. Also, nö, du kriegst einfach nur einen plus 2 auf Stärke Checks und Stärke Rettungswürfe, nicht auf die Attacken. Und kriegst bloß noch halben Schaden. Gut, dann machen wir das doch einfach mal. Ich würde ganz gerne. Was hatte ich? Ich hatte, glaube ich, so Wurfspeere, ne? Einen davon würde ich auf Big C werfen.
wie sieht deine Rage aus? Also, wie sieht das aus, wenn du in Rage verfällst? Naja, ich brülle und pump mich so auf, so, also, ne, reißt du die Arme in die Luft und dann geht's los. Alles klar. Darf ich über dein Hörnchen kleine Elmsfeuer machen, also so kleine Feuerchen brennen lassen? Ja, darfst du. Perfekt. Und du wirfst einen Wurfspeer nach ihm oben auf die Treppe, ja? Also auf die, ja. die... Gut. Dann ist das eine 15. Oh Gott, ich glaube, ich habe Big Z als Glass Cannon gemacht. Ha, trifft gerade so. Du bist da oben bei meinen Tabs. Dann mache ich mal 1d6 plus 3 Schaden. Warum würfel ich bei dir so gut? Weil es verdient ist. Du machst ihm den höchsten Schaden, den er kriegt. 6 plus 3 sind 9. Und ihm hängt ein Speer in der linken Schulter und du hörst ihn aufschreien von oben. Gut, du gehst nirgendwo hin. Zu dir komme ich gleich und dann wende ich mich der Orkin zu. Und jetzt zu dir, Fräulein. Ja, willst du noch auf sie einschlagen, ja? Ja? Andros, da bist du. Mit deiner Großaxt, die plus 1 macht. C. Und kriegst eine 17. Das trifft Gargeok gerade so. Und 1d12 plus 4. Komm schon, mach jetzt bitte keine 16 Schaden. Doch, doch. Oh Gott, ich habe gerade die 12 gesehen. Gott sei Dank sind es plus 11 Schaden. Ja. Ja, dann. Kann ich noch was sagen, oder? Ja, klar. Gut. So. Jetzt spielst du mit den Großen. Ende. Gut. Dadurch, weil du es ja herausgefordert hast und den Meister angegriffen hast, tritt der Nächste im Kampf bei. Okay. Und das ist der Zwerg. Der Wirt? Ist das der Wirt? Nein, der Wirt ist Big Z, das war Fred. Ja? Ganz kurz, mit meiner Inspiration kann ich da noch was machen? Nochmal angreifen oder irgendwie so? Das ist nur oder für ist die? Nur wenn du verkackst. Genau. Achso, okay, schade. Oder mit Vorteil würfeln willst. Aber kommt aufs selbe hinaus. Hätte ja klappen können. So, dann... Run Bonus Action. Sehr gut. Und das ist... A creature of a choice that you can see. Alles klar. Mal schauen, was du machst. Ui. 10. Und ihr seht, wie Oryk in Richtung von Lucille zeigt. Und ihr seht, wie sich von Lucille die gerade entstandenen Wunden an seinen Waden wieder schließen. Da würde ich doch gern mal dazwischen funken, wenn das okay ist. Als Reaction habe ich Vicious Mockery. Und da kann ich als Reaction auf jemanden, der etwas castet oder irgendwas, was einen Skill-Check braucht, kann ich den Typen hart roasten und dann verkackt er vielleicht. Ja, aber ihr braucht doch keinen Skill-Check für einen Healing-Spell. Würfelt man da nicht, wie viel das heilt? Achso, doch, ja, hab ich, ja. Moment, wie viel hast du gewürfelt? 10. Und wie viel Schaden hat er bekommen? 13. Hat ihm das sehr weh getan oder schien das so, als wäre das kein Problem für ihn gewesen? Die von der Schaum von Aragorn bzw. von Gustav,
Der Schaden gegenüber Lucille, der war richtig hart. Der war also kurz vorm Abnippeln, bevor er jetzt geheilt wurde. Ja, dann mache ich Vicious Mockery. Und versuch den Heilungsbetrag zu vermindern. Alles klar, auf was muss ich würfeln, wie auch immer? Warte, so muss ich jetzt mal selber gucken. It is not immune to being charmed and you can see within 60 feet makes an attack roll, ability check, damage roll. Okay. Ich kann würfeln und das. Ich kann einen D20 würfeln und das von seinem Wurf abziehen. Und das geht auch auf Healing Spells, ja? 9. Gut. Also dann kriegt Lucille einen Schaden weniger. Nein. Eine. Oder? Genau, er kriegt nur eine Heilung. Ja, also genau. Einen Lebenspunkt Heilung. Genau, also hat Aragorn ihm quasi 12 Schaden gemacht. Und nicht 13. Ja. Gut, aber da du dazwischen kommst. Ach nee. Geh weg. Ich will nicht. Jetzt gibt's 6. Warte mal. Gustav, Aragorn und Iron stehen auch auf einem Haufen, ne? Mhm. Ich hab Counterspell. Ich werd's tun. Warte, kann ich das? Hab ich 2 Reactions? Kommt jetzt. Nee, du hast bloß eine Reaction. Ich bereue alle Entscheidungen. Gut, dann macht ihr mal bitte alle einen Con-Save gegen 13. Eieiei. Und das muss sogar Lucille machen, weil er auch mit drin steht. Aber er besteht easy mit der 15. Plus 3. Ich hab ne 18. 20. Aragorn, deiner fehlt noch? Ja, ich überlege gerade, wo ich das. Wie ich das. Oben links. Unter den Dexterity Strength und so. Da hast du Con. Ja, und dann. Einmal draufklicken. Okay. Frage. Ist ja. Jetzt, dürfte ich irgendwie versuchen, den zu behindern bei seinem Constitution-Wurf? Brauchst du nicht, da ihr alle bestanden habt? Ich muss bloß noch nachschauen, ob das. Ich habe einen Con-Check von 17. Ja, on a failed save. Ich meinte, ob ich Lucille bei seinem behindern darf. Oder. Muss nicht sein, wollte nur. Ach, bei seinem Con-Save, Wie willst du das tun? Na, ich würde jetzt schätzen, bei Fireball versucht man bei einem Con-Check zum Beispiel irgendwie, es von den Flammen wegzukommen. Oder sich, weißt du, wie ich meine, ne? Dass ich den da irgendwie versuche, in den Flammen zu halten. Nein, es ist kein Fireball, was kommt, sondern ihr alle vier, also Lucy inbegriffen, hört ein sehr, sehr lautes Klingeln. So als würde die Schulklingel klingeln, nur direkt in eurem Gehirn drin. Oh, der Tinnitus. Und das ist eine 13 abgerundet, machen wir 6 draus. Jeder kriegt 6 Thunder Damage. Darf ich eine Reaction machen? Unkling Dodge? Ich weiß nicht, ob du Geräusche dodgen kannst. Ah, das weiß ich auch nicht. Was steht in der Beschreibung drin? When an attacker that you can see hits you with an attack, you can use your reaction to half the attack's damage against you. Wobei, ja, kann oder ist das ein Zauber auch? Ja, das ist ein Attacke-Zauber. Also ja, nehmen wir, dann kriegst du bloß 3 Schaden. Alle anderen 6. Yes. So. Okay, Aragorn hält sich die Ohren zu und schaut sich um, wo das Geräusch herkommt. So, Oryk hat alles getan, was er konnte. Jetzt ist Lucille dran. Iron ist ja. Das Geräusch hört auf, ne? Ja. Okay, dann seht ihr ganz kurz, wie Iron sehr erleichtert ist, dass er doch kein Tinnitus hat. Lucille verpufft von der Stelle. Und taucht
direkt hinter Iron auf. Ach nee. Und holt zweimal aus. Ach nee. Trifft eine 27. Ganz knapp. Trifft eine 11. Nee. Moment, muss ich gucken. Nee. Gut. Diesmal wirklich der... ganz knapp. Dann kriegst du 13 Schaden. Oh, das geht ja noch. Ist auch mit der... Nein, halt, warte! Total Damage 19, Entschuldigung. 6 Piercing und 13 Sneak Attack. Sind insgesamt 19. I don't feel so good, Mr. Stark. Ah, die zweite hat... No. Und die zweite hat verfehlt, von daher ist Gustav dran. Yay! So, dann brauche ich ja quasi nur einen halben Schritt zur Seite machen und stehe wieder im Rücken von Luciel. Yep. Und dann mache ich das, was ich letzte Runde vergessen habe, nämlich einen Advantage-Attack auf die Guten. Yep. Jetzt habe ich vergessen, wo ich den Advantage auswähle. Oder würfe ich einfach so zweimal? Entweder so oder mit Rechtsklick auf bei Hit DC und dann hast du da... okay, habe ich. Genau. Das war... Hat er jetzt wirklich einen Attack gemacht? Müsste er eigentlich... Okay, ich war einfach... Ja, irgendwie hat er es gerade nicht genommen. Nehmen wir die 23 und dann haben wir nochmal den, die Bonus-Action vom... Warte. Würfel erstmal mit den Schaden aus. Achso, gut, dann machen wir jetzt hier den... Piercing Damage plus den Brauchst Sneak Attack. Doch. Ich muss den Sneak Attack machen. So, was wolltest du sagen? Er fällt zu Boden, ist definitiv tot. Aber was ihr alle hört. Scheiße, ja, null Damage. Ja, ist okay. Nehme ich das so. Das, was ihr alle hört, ist, als er zu Boden geht. Warte mal, vor allem die rumstehen, also anderes hört's nicht. Ich wusste, ich kenne dich, Gustav. Und er fällt um. Luciel, ne? Ja, genau. Genau. Bei der Gelegenheit würde Iron vielleicht mal auch in seine Hand gucken, also den Zettel. Wenn er dran ist, dann. Wollte gerade sagen. Ja, möchtest du noch was machen? Möchtest du zu den anderen hinsprinten? Ja, also, ich werde kurz ein wenig bleich, fange mich sofort wieder und renne dann in Richtung von der guten Orkin, die, glaube ich, als nächstes dran wäre. Ich glaube, ich fände es jetzt ein bisschen gut, wenn ich nochmal angreife. Nee, du könntest... Ihr seid ja direkt dort hinten in dem Raum. Ich meinte ja 16 Meter, also wenn, dann könntest du es schaffen, maximal auf die Hälfte des Abstands zu kommen. Also zur Hälfte vom Tisch. Ja, so ungefähr, dass ich erstmal in die Richtung bin und dann bin bedrohlich nah. Genau. Und dann ist Iron dran. So. Einmal in die Runde gucken, wer jetzt verletzt ist. Ich dachte, Gustav war, ne? Ich bin nur leicht angekratzt. Das kannst du nicht verletzt nennen. Moment, wer war jetzt verletzt? Dann hab ich das aus dem Augen verloren. Andros. Ja. Okay. Dann kann ich Andros sehen, ja, ne? Ja. Nee. Ihm direkt davor steht eine riesige Orkin. Also ich weiß nicht, wie groß Andros ist. Wahrscheinlich so um die 1,80. Aber die Orkin ist so... Okay, die Orkin ist genauso groß. Du könntest vielleicht die Hörnchen von ihm sehen, aber nicht viel mehr. Andros, steck mal Kopf raus. Ich heb die Hand hoch und winke. Ja, das reicht mir. A creature that you can see. ja, gut. Okay. Aber dann hat er bloß eine Attacke beim nächsten Mal. Ja. Na, Andros. Wenn er jetzt die Hand hebt, kann er mit der nicht mehr zuschlagen.
ist es nicht seine Runde, wenn hat er dann bloß dort eine Attacke, würde ich meinen. Obwohl, das er könnte mit der gewogenen Hand, könnte mit einer Hand oben noch runterschlagen. Wobei, warte mal, kann ich nicht, ich habe ja einen Schwanz, kann ich den Schwanz nicht so irgendwie in sein Sichtfeld? Ich hab ja einen Schwanz. Ein Teufelsschweif. So nicht sagen soll. Ja, Schweif. Schweif ist das bessere Wort, genau. Ah, okay. Es gibt auch. Wie man nur als Katzenbesitzer sagen darf. Kannst du mal deinen Schwanz aus der Butter nehmen? Ja, genau. Oder als Tiefling. Was macht denn eine Katze bei der Butter? Buttern. Butter, nicht Mutter. Wegbuttern. We butter the cat Butter. With butter. Ja. Oh Gott, ganz alter Zeit. Gibt es nicht diesen einen Amazon-Artikel von wegen verkaufe Katze mit Butter und da ist das so eine Katze mit so einem Stück Butter einfach auf dem Bauch? Kennt ihr das? Nee. Nein. Wow. Oh wow, okay. Okay, gut, ja. Aber ja, du siehst den Schweif von Andros. Okay, dann wie schwer ist er verletzt? Also ist das jetzt so eine Third-Level Cure Wounds-Situation oder eher so eine Second-Level? Er hat leichte Kratzer und Schnitte, eventuell auch eine Prellung, aber nicht viel mehr. Dann Second-Level. Andros, gib mir ein Zeichen. Naja, geht schon, aber ein kleiner Boost wäre nett. Okay, dann... Ja. Iron reicht ihm einen Energy Drink. Wie lang ist dein Arm? Einmal quer durch den Raum. Wirft ihn so eine coole Monster. Nein, wenn wir schon beim Boost sind, dann die Booster Energy Dosen bitte. Oh ja. Oh ja, der Gute. Gamer Fuel, not sponsored. Und das sind 13 HP. Brahma, wie sieht's eigentlich aus mit Kooperationen bei dir mit Energy Drinks? Wird konsequent abgelehnt. Okay. Andere Kooperationen, die wir einarbeiten können? Wenn dann nur bei Shadow Legends natürlich. Oh. Oh. Und mit dem Code AndrosBonk bekommt ihr den Free Helden. Ja, kriegt den Freehelden Andros Dian gratis dazu. Zusätzlich zu 20.000 Diamanten und weiß ich nicht was. Ich kenne mich bei Raid Shadow Legends nicht aus. Ja, du hast gar jetzt eine Bonus-Action, ja? Das ist... Ich würde es gerne als Bonus-Action machen, aber der Zauber ist eine Action. What? Ja. Ich meine, natürlich ist das eine Bonus-Action und dann hau ich noch drauf. Warte mal, du hattest Healing Word, oder? Ich hatte Cure Wounds. Ah, okay. Ja, okay, das ist eine Aktion, ja. Entschuldigung, ich dachte, du hast Healing Word. Nö. Weil das wäre nämlich eine Bonusaktion. Nein, hey, was machst du hier? Hör auf damit. Was geht jetzt? Böses Discord. Ich wollte gerade sagen, böse Katze. Nein, ich hab leider keine. So, gut, ja, dann hast du deine Aktion beendet und Andros hat leider da sowas im Rücken hängen, das nennt man Ork. Wieso im Rücken? Ich hab mich hier zugedreht. Achso, ja. Und sie macht genau dasselbe, bloß halt, also du siehst bei um sie herum wie bei Dragon Ball so eine leichte Flammenaura. Das, was du kannst, kann ich auch. Ich verdrehe die Augen. Ja. Ich sage meinen Leuten, gebt mir eure Kraft, gebt die Hände. Aragorn hebt seine Arme. Gleich. Nicht wie bei einem Überfall. Gleich kommt dieser um die Ecke. Also rein theoretisch hat ja schon Andros mit seinem Schweif die Hände gehoben. Mhm. Ah. Gut. Und sie greift dich diesmal wieder zweimal an. Einmal mit einer 17 plus 8. Und einmal... Mit 12 wird nicht treffen, oder? Ich
glaube, meine Rüstungsklasse ist 15 oder so. Das müsstest du nachgucken. Ja, die trifft dann nicht. Heißt, sie macht dann bloß einen zweihändigen Schlag. Das sind 15 Schaden, weil sie den Höchstwert gewürfelt hat. Allerdings macht sie noch was anderes. Ich muss ganz kurz lesen. Nein, das wird sie nicht machen. Wenn die mir an die Hörner geht, ne, werde ich sauer. Nein, das wird sie nicht machen. Hat sie das nicht? Doch, das hat sie da. Und du siehst auf ihrer Axt, wie sich eine Rune aktiviert. Wie die anfängt zu leuchten. Und du kriegst nochmal 8 Schaden dazu. Also sind wir bei 23. Alter! Ich hab sie ein wenig gehomebrewed. Beziehungsweise ich habe da Features genutzt, die ihr leider nicht habt. Da muss ich leider sagen, ist ein bisschen unfair, weil ich die ganzen Pakete leider nicht habe und euch dazu nicht zustande geben kann. Ich hätte sie euch auch ganz gerne zur Verfügung gestellt, aber den Charakter habe ich von einer anderen Kampagne kopiert, wo ich drin bin. Aber irgendwas Besonderes brauchen meine Gegner. Also die Gegner von euch. Wir waren gerade bei Gargoyle. Ist ja kein Thema. Ist ja nicht so, als wenn ich sie nicht kreativ umbringen kann. Aragorn, du bist dran. Okay, also Lucille ist ja verschwunden. Sind denn außer der Orke noch andere Gegner im Raum? Ja, der Zwerg. Der Zwerg, okay. Die Orkin ist bei Andros. Was macht der Zwerg gerade? Der wollte gerade die Treppe hoch, hat dann aber angehalten. Also du siehst ihn, er steht so auf der Treppe, dass er euch sehen kann. Und ihr seht ihn, aber er war eigentlich gerade auf dem Weg nach oben. Ist jetzt aber so wieder zwei, drei Treppchen nach unten gekommen. Und ich stehe aber ein Stück weg von der Orkin. Oder? Am anderen Ende des Raums, ja. Okay, dann. Dann zieht Aragorn seinen Langbogen und schießt einen Pfeil auf die Orkin. Dann mit Vorteil, weil sie den Rücken zuwendet. Und sie ist kein Mönch, leider. Oh! Ich habe eine Idee für einen Gegner für Aragorn. Kann ich ja gleich zweimal rollen, oder? Du schießt ja eh zwei Pfeile, ja. Okay, der erste ist eine 16. Trifft. Der zweite ist eine 23. Alter, das ist jetzt so eine hohe Rüstungsklasse, ja. Beide treffen. Okay, der erste Schaden ist 9. Mhm. Und der zweite Schaden ist 8. Ist eine 17, dadurch, dass sie aber in Rage ist, kriegt sie bloß halben Schaden, also bloß 8 Schaden. Sie ist aber trotzdem schon richtig gut verletzt. Jupp. Ihr seht, dass es ihr nicht mehr ganz so gut geht. Also die Schnitte, Prellungen und so, die sie hat, werden immer schlimmer. Und damit ist dann Andros dran, der sich mit der Orkin im One-on-One-Fight ist, oder vielmehr jetzt Two versus One. Sehr schön. Kurze Frage, habe ich die 23 Schaden voll gekriegt, oder war das schon der halbierte Schaden? Dankeschön. Dann gebe ich dir nochmal 11 dazu. Puh, Gott sei Dank. Das war Gargoyle, die ich gerade die 11 Dings dazu geben wollte. Das war falsch. Gott, zu viele Tabs offen. So, nee, jetzt. Heil die ruhig, dann leidet sie länger. Ist okay. So, jetzt hast du die wieder, ja. Dankeschön. Ich habe ja den Schlag abgekriegt. Ich stehe trotzdem ganz kurz benommen da. Grinst sie an.
Das war ja niedlich. Und ich würde dir ganz gerne eine Kopfnuss geben, aber auf die Brust mit meinen Hörnern. Nehme ich einen Anarm. Also bitte? Dann würde ich einen Anarm-Strike nehmen. Ja. Also ich versuche sie halt aufzuschließen. Ich hatte schon das B gesehen, ich hatte schon befürchtet. Ist eine 22 und ich mach dann mal Schaden. Das müssten ja eh gleich wieder die 4 sein. Genau, sie kriegt 4, also 2 Schaden. 2 Schaden kriegt sie. Du hast aber noch Attacks per Action 2. Ja, den nächsten kriegst du dann mit der Axt. Alles klar, deine Great Axe ist im Anschlag und ist eine 10 und verfehlt. Du versuchst nochmal richtig schön zuzuschlagen, aber triffst eine Stelle, die sehr gut gepanzert ist durch ihre Vollplatte und sie steht nur da und grinst dich so sehr zynisch an. Was grinst du so? Ich brauch keine Rüstung. Komm her! Und damit ist er dran. Oryk. Was kann ich ihm denn Schönes geben? Jetzt mal ganz kurz eine Frage. Hat irgendjemand von euch eine Rüstung an? Ja, ich habe eine Lederrüstung. Das hilft mir leider nicht. Ich habe auch Lederrüstung. Du musst da eigentlich auch eine tragen. Ja, Lederrüstung nützt mir leider nicht viel. Schade. Ich brauch euch in Vollplatte. Ja, nee, ich habe noch Haare. Mir fällt gerade auf, Iron hat die gesamte Kampagne bis jetzt ohne Rüstung gekämpft. Ich habe sie nie angelegt. Und trotzdem keinen Schaden. Amoklass 12. Weil ich hatte gerade versucht, Heat Metal zu nehmen, aber da ihr kein Metall an euch tragt. Ach, das ist aber schade. Das ist ein 10-Fuß-Radius. Aragorn und Ion stehen immer noch auf derselben Stelle, ne? Möglich. Gut. Das sind 90 Fuß. Alter, das wäre der gesamte Raum. Was? Willst du gerade die Taverne abfackeln? Ein Feuerball erscheint. Bitte tu es, dann habe ich nämlich eine Anmerkung. Okay, dann macht jetzt mal jeder der Charaktere einen Dex-Save gegen 13. Okay. Okay, aber Bixi auch, ne? Der Boah. Hat einen Speer drin stecken. Das war ein Check, wie mein gegen 13. Links da bei den Saving Throws. Gagaok hat es schon mal nicht geschafft, weil sie eine 13 hat und dann trifft's. Oder? Ich habe eine 12. Trifft es bei Zaubern, wenn sie gleich sind? Ja, ne? Hui! Oryk selbst. Warte mal. Muss Oryk selbst überhaupt zaubern? Überhaupt das machen? Wenn er in seinem eigenen Radius steht? Ah, nein, Entschuldigung. In a 5-Foot Radius Sphere. Ach so. Okay, dann nur Aragorn und Iron. Oh, da hab ich einen Schwein gehabt. Ah, toll. Und ich hatte Hoffnung. was hattet ihr beide? Aragorn hatte eine 12. So, seht ihr meinen nicht? Ich nicht. Dann würfel ich nochmal. Es war ein Dex, oder? Dex-Elf, genau. Genau, dann würfel ich nochmal. Ah, geil, schlechter, eine 11. Gut, dann kriegt ihr beide. Die 11 haben wir gesehen, ja. Komisch. Dann. Kriegt ihr a flurry of magic snowballs.
Also, ihr seht, wie Oryx seine Hand ausstreckt in eure Richtungen, in eure Richtung, und erstmal Schneebälle auf euch schmeißt. Aragorn friert sichtlich. Moment, hat das Schaden gemacht? Wie viel? 12 Schaden kriegt ihr. Scheiße, oh Gott. Ihr könnt zufrieden sein, es sind 4d6. Es ist eine 2, eine 3, eine 4 und eine 3. Ich bin voll zufrieden mit einem Viertel meines Lebens. Aber durch Schneebälle, der Sauhund hat auch so einen Stein drin versteckt. Das zählt nicht, der kämpft schon fair. Ein Arschlochkind, was immer gewinnen musste und dann ist in die Schneebälle packt. Genau. Solange die Schneebälle nicht gelb sind. Nee, das ist dann Psychic Damage. Oder Poison, je nachdem. Oder Emotional. Eins von drei. Emotional Damage. Kriegt ihr sonst noch irgendwelche Dings? Nö. Das war's. Und das war eine Action, ne? Genau. Damit ist Lucille nicht dran. Ich dachte, der ist tot. Ja. Der ist nicht dran. Der hat mir kurz in den Nacken geatmet, dann hat ihn einer niedergestochen, ne? Und dann ist er verschwunden, oder? Er liegt auf dem Boden. Er liegt auf dem Boden, okay. Ah, hast du was zum Sitzen, ja. Ja, ich mach da erstmal Pause. Für meine Orgel, keine Sorge. Gustav, du bist dran. Ja, ist der Zwerg jetzt noch auf der Leiter? Der. Ja. Wenn ich jetzt zu ihm hinrenne, ihn versuche zu greifen und von der Leiter runter zu zerren, wäre er dafür in Reichweite? Ich müsste ja nur um die zwei Barbaren herumrennen. Ja, wie weit ist denn dein Dings? Deine Walking Speed? 30 Feet. Gut, ja, allerdings würde ich dann Gargahawk eine Opportunity Attack geben. Obwohl, nein, sie ist im Kampf mit Andros vertieft, sie kriegt keine Opportunity Attack. Sie hat ihn definitiv als Gegner auserkoren. Aber dann wär's ein Unarmed Strike. Ja, ist zwar nicht gut, aber nehme ich in Kauf. Also ich versuche ihn wirklich dann, also ich renne einmal um die zwei Kämpfenden rum, mit dem Typen an die Leiter und versuche ihn quasi irgendwie von der Leiter zu zerren, dass er möglichst sich nochmal in den Kopf stößt. So, wen von denen? Den Zwerg. Oder? Okay, ja. Big C war ja nicht mehr da, oder ist er noch da? Nein, der liegt oben gerade mit einem Speer in der Schulter. Ja, nein, den komme ich ja eh nicht ran. Deswegen würde ich halt erstmal den Zwerg, der auf der Leiter ist, von der Leiter versuchen runterzuziehen. Das klappt prima. Obwohl, du versuchst ihn zu ziehen, ne? Ja, eigentlich nur so am Bein greifen und runterziehen von der Leiter. Er ist ja auf der... Dann machen wir mal lieber entweder einen Strength oder einen Dexterity-Wurf, je nachdem, was du machen möchtest. Dann nehme ich Dexterity, weil da habe ich wenigstens ein paar Werte drauf. Das sieht nicht so doll aus. Ja, gut, ich kann mich entscheiden bei Oryk, was ich nehme. Das ist beides dasselbe, ob Strength oder Dexterity. Ich nehme mal die Stärke. Er hat eine 19. Ja. Na gut. 12, okay. Das schaffst du dann nicht, aber du hast jetzt. Aber du hältst ihn definitiv immer noch fest. Also du hängst dann noch mit deiner Hand an seinem Bein. Na gut, haben wir zumindest ein Opfer mehr. Iron, du bist dran. Iron würde gerne erstmal sein eigenes Ende verhindern, deswegen castet er sehr selbstverliebt einmal Cure Wounds auf sich selber. Nope, machst du nicht. Ach man. Das wird gecounterspellt vom Zwerg. Kann ich einen Counterspell auf seinen Counterspell machen? Nein, ich kann auch keinen Counterspell, aber... Okay. Iron zückt die Reverse-Karte. Sagt selber. Warte. Kann ich
Vicious Mockery machen auf den sein. auf den sein Versuch, meine Selbstheilung zu verhindern. Counterspell ist ja nichts, was irgendwie einen Wurf erfordert. Okay, Leute. Deswegen nope. Also wenn der mich nochmal kriegt, dann wird's nimmer so gut, wenn euer Heiler hier liegt. Wer will mein Fleischschild spielen? Gut. Und dann ist da jemand dran, der sich sehr schön auf den Tiefling fixiert hat. Gut, komm doch. Eine 14 wird, glaube ich, nicht treffen. Nein, trifft nicht. Nein, falscher Charakter, da wollte ich hin. Gut, dann gleich mal die zweite Attacke hinterher. Oh, das ist eine 25. Sie holt wieder zum zweihändigen Schlag aus und macht erstmal 7 Schaden. Also kriege ich 3 oder 4. Dann aktiviert sie erstmal noch etwas, was aber noch erstmal keine Rolle spielt. Das heißt, du kriegst 4 Schaden. Und dann wäre Aragorn dran. Okay, kurze Frage. Ich habe Entschuldigung, du kriegst 3 Schaden. Ja, Entschuldigung. Ich habe ja 3 Heiltränke. Kann ich die theoretisch Iron geben? Also einen davon? Das wäre eine Bonusaktion. Dann hättest du bloß noch eine Attacke. Ja, aber ich kann das machen, also ohne dass, keine Ahnung, dann schlimme Dinge passieren. Ja, ja. Okay, dann. Ich bin dann quasi noch. Ist Aragorn noch neben Iron oder steht der jetzt mittlerweile woanders? Ihr habt euch noch nicht weiter wegbewegt, also steht ihr beide noch auf derselben Stelle, ja. Okay, dann reicht Aragorn Iron eine kleine Karaffe mit rotem Inhalt, mit roter Flüssigkeit und sagt: Hier, Herr Iron, trinken Sie das. Und schießt anschließend einen weiteren Pfeil auf die Orken. Ja. Iron liegt schon halb auf seinem auf seiner Orgel und würde das dankend annehmen. Ja, tu dies. Okay, ich. Ach so, stimmt, ich muss ja erstmal würfeln. Ist das ein normaler Würfelwurf oder wieder mit Vorteil? Sie ist mit dem Rücken zu dir, also wieder mit Vorteil. Okay, eine 28. Wahrscheinlich knapp getroffen. Yep. Und Schaden 8. Alles klar, mach ich gleich. 8 Schaden, ja? Ja. Da sie aber raged, ist es bloß die Hälfte, also 4 Schaden. Und sie hat einen Pfeil im Rücken, aber sie zuckt bloß ganz kurz, also sie scheint das nicht zu stören. Sie ist ja eh gerade vollkommen auf Dings fokussiert. Auf denjenigen, der jetzt dran ist, Andros. Okay, ich sag kurz, Ma, du hast da was stecken. Und dann hau ich zu. Yep. Zweimal? Natürlich, voll in die Fresse. Ui, ich hatte gerade das B gesehen, aber ist leider weggerutscht zur 8. Das heißt, eine 15 müsste nicht treffen. Frech. Sie ist halt in Vollplatte. Die 21 dafür trifft aber. Gut, und dann kriegt sie einen D12 plus 4 Schaden, das sind 11, also 5. Langsam aber sicher reduziert ihr Leben. Mhm.
Ich habe nur den Devil, die Gewürzgurke. Und dann ist der Zauberer dran, Orik. Der steht auf der Treppe und zeigt in Richtung Gargaok. Ich bin so blöd. Wieso? Den einen verkackten Wurf hätte ich doch nochmal würfeln können wegen der Inspiration. Die habe ich immer noch nicht genutzt. Ja. Dann ja, es ist. Mach mal nächste Runde. Alles gut. Ich habe selber vergessen. Alles klar, gut. Dann zählt die 12 jetzt nicht. Dann zählt die nicht und damit, warte mal, sind wir immer noch bei Orik, der erstmal Gargaok geheilt hat. Und dann, was bist du hier für eine Space? 10 Fuß Radius. Er macht immer noch dasselbe in Richtung von Aragorn und Iron. Weil das jetzt seine Gegner sind. Er sieht, dass er ein Zauberer ist, er ist auch ein Zauberer. Ich brauche von euch beiden wieder ein Con-Save gegen 13. Warte, ganz kurz. Mach ich. Ja, aber bin ich... Ich bin noch in einem Raum. Der Raum hat eine Tür. Mhm. Und für die meisten Zauber braucht man Sichtkontakt. Kann ich einfach die Tür zumachen und jedes Mal, wenn ich zaubern will, die kurz aufmachen? Aufmachen, Bonusaktion. Zaubern, Aktion. Und wie willst du die dann wieder schließen? Warte mal kurz, ist der nach mir oder vor mir dran? Je nachdem, wie du es siehst, aber eigentlich nach dir. Nach mir, oder? Aber er kann auch eine Aktion halten, zum Beispiel. Gerade ein bisschen intense Mathematik machen. Scheiße, er kann... Das ist okay, gerade wie im Sniper-Duell bei COD. Du wartest halt einfach, bis derjenige sich wieder zeigt. Ja, aber also ich kann sie mich teilen. Aragorn hat einen Con-Save von 22. Hat er geschafft? Aragorn, du kannst die Tür zumachen! Wenn ich an der Reihe bin. Er könnte den Zauberer auch erschießen. ja, Iron, ich brauche von dir immer noch einen Con-Save. Stimmt, Entschuldigung. Alles gut. 10, oh Gott, 10, Hilfe, ich bin low. Mach die Scheiße dazu. Shatter, ein Con-Save gegen 13, das heißt, Iron hat's nicht geschafft, Andros hat's geschafft. Das heißt, Aragorn kriegt bloß halben Schaden. Das sind insgesamt... Oh Gott, bitte sag mir nicht, dass ich den Heiler umgebracht habe. 17 Schaden. 17? Ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Und, Für wen? Für mich. 17 für Iron, 8 für dich. Ah. Okay, Leute. Noch 4 Damage, dann wird's kritisch. Trink den Trank! Ja, den Deepthroate ich jetzt. Nein, warte, das klingt nicht richtig. Nein, das war nicht, was ich sagen wollte. Nein! Alte Männer, ey. Ich wusste nicht, dass das so eine Art von Fantasy ist hier. Ich auch nicht. Ich möchte bitte revidieren, was ich gerade gesagt habe. Ich habe nicht über meine Worte nachgedacht. Wir werden dich täglich dran erinnern, keine Sorge. Was soll das? Was Gustav. Ist das für ein Heiltrank? Warte, ich bin noch nicht dran. Ach, dem. Ja. Ich hab ja. Hänge gerade noch an diesem komischen Zwerg da dran und halte ihn fest. Und würde ihn gern mit der anderen Hand den Rapier. Achso, jetzt muss ich mal überlegen. Ja gut, ich halte ihn einfach weiter fest und mit dem Rapier würde ich ihn gern quasi von unten abstechen. Aber das ist keine Sneak Attack, oder? Nee, das ist keine Sneak Attack mehr. Aber kriege ich einen Vorteil dafür, dass er auf der Leiter steht? Und naja, eigentlich nicht ausweichen kann? Eigentlich ist er dann High Ground und du denn niedriger. Also eigentlich hätte er dann den Vorteil. Oder? Ja, aber wenn du auf einer Leiter bist, kannst du dich ja nicht ausweichend bewegen, weißt du? Deswegen dachte ich. Ja. Ja, gebe ich dir. Für den ersten Wurf, aber nicht für den zweiten.
So, zumindest in den... So, Dirty 20? Ja. Und noch zweite Attacke, Fragezeichen? Ist ja jetzt die Frage, weil eigentlich halte ich ihn ja noch mit einer Hand fest, dass er nicht, Ja, aber der kann... Dann kannst du noch... Entschuldigung. Ich kann ja, ich habe nur eine Action. Den Decker kann ich nur als Bonusaktion machen. Wegen Dual Wield und so. Ah. Deswegen fände ich das jetzt irgendwie ein bisschen unsinnig, wenn ich jetzt noch hinterher stoche. Alles klar, dann machst du ihm den ersten Schaden des Abends. Warte. Würfel bitte nochmal. Es aktiviert sich nämlich das von Gargaorg. Das ist Runic Shield, das heißt, when another creature you can see within 60 feet of you is hit by an attack roll, you can use your reaction to force the attacker to reroll the d20 and use the new roll. Okay. Sie ist für ihre Kameraden da. Ja. Klappt, ne? Okay. Also, ja. Du machst ihm den ersten Schaden des Abends. Gut. War das eine Net 20? Nee. Nee. Gut. Leider nicht. Iron. Ja. Ja, ich hab gerade gegoogelt, was Deep Throating bedeutet, um mir ganz ehrlich zu sagen. Du sagst was, ohne zu wissen, was es heißt? Zum Glück streamst du nicht. Ja. Echt ein Glück, dass keiner hier streamt. Ist der Stream bei euch am 18? Nee, um mir sicher zu sein, spätestens jetzt zu sein, ja. Was ich gerade gesagt habe. Oh Gott! So wirklich? Du hast es vorher nicht benutzt, ohne dir sicher zu sein, was es bedeutet? Die ganze Flasche. Aber es ist schlimmer, als ich erwartet hatte, sagen wir es so. Das ist ja großartig, Ellie. Okay, also der Titel für das YouTube-Video steht schon mal fest. How to destroy ADM. Voting lessons with Iron. Okay. Oh, also ist ja doch die Kirche, ja. Nein. So. Ja, Iron, du bist dran. Wo waren wir? Trinken. Heiltrank. Genau, er trinkt den Heiltrank. Nur noch auf Trinken. Ja, ja. Wie viel kriegst du wieder? Keine Ahnung, was ist das für ein Heiltrank? Ich glaube, sie müssten haufenweise Superior geholt haben. Ich glaube, das sind 3D8 oder irgendwie sowas. Superior, warte, ich checke. Nee, nicht Spells, was Spells? Inventory, da. 8D4 plus 8. Oh, okay, danke. 8D4 plus 8. Da. So. 16 plus 8 sind Mathe. 24. Genau, danke. Bitte. 24 Heilung. Jawohl. Ja, mir geht's, also man sieht, mir geht's besser, mir geht's immer noch nicht gut. Du hast noch eine Bonus, du hast noch eine Attacke, das ist eine Bonusattacke nur. Okay. Ich würde mal gucken, wie es nochmal durch die Runde gucken, wie es allen geht. Statusbericht, was ist? Aragorn zeigt einen Daumen. Also streckt so einen Daumen Iron entgegen. Okay. Name. Ich bin bestens bei Laune und fröhlich dabei, an dem Zwerg rumzustochern. Okay. Aragorn ging es, glaube ich, nicht so gut, oder? Doch, es geht ihm noch relativ gut. Also es sind wieder die kleinen Schnitte und Prellungen da, aber nicht besonders. Etwas, worüber du dir Sorgen machen musst. Okay, dann würde Iron seine Kräfte mal auf sich selbst nutzen, um wieder bei voller Gesundheit zu bekommen, Deutsch. und das sind 13
Lebenspunkte, die er nochmal dazu bekommt. Jupp. Und jetzt scheint es ihm wieder besser zu gehen. Gut, dann. East. Die Nichtsgönner dran? Nein, nach Iron ist Gargaok dran. Ja, okay. Gargaok ist der Zauberer auf der Treppe, ne? Hm? Gargaok ist der Zauberer, der auf der Treppe steht, oder? Nein, das ist die Orkin. Ah. Der Zauberer ist Urik. Mhm. Der Zauberer war der, der mir jetzt so oft wehgetan hat, ne? Ja. Yep. Und sie macht das, was alle Barbaren richtig gut können. Druffhaue. Bonk. Mhm. Gut, das ist eine 26, das trifft definitiv. Und das ist eine 21, trifft auch. Wie kann die denn so viel Würfelglück haben? Einmal 13, einmal 9, sind wir bei 22, also 11. Und der Schlag tut Andros schon ordentlich weh. Zwar immer noch nicht, wo man sich jetzt so richtig große Sorgen machen müsste, aber die Schnitte und Prellungen werden immer schlimmer. Und ihr kriegt jetzt schon zwei richtig gute Schläge ab, so in der Art wie bei Ruffy sieht's gerade aus, so dieses X auf der Lederrüstung sieht man. Also dass da auch sich schon ein bisschen Blut drunter sammelt. Und damit ist Aragorn dran. Aragorn sieht, dass Andros immer mehr in Bedrängnis gerät und versucht ihm zu helfen, indem er zwei Pfeile auf die Orken schießt. Yep, let's go. Let's go. Achso, das ist wieder ein Vorteilswurf, ne? Yep. Okay, dann muss ich den nochmal würfeln, weil ich nicht auf Vorteil gewürfelt habe. Oh, der erste ist eine 25. Und trifft. Der Entschuldigung, ich habe wieder ohne Vorteil gewürfelt. Der würfel einfach einmal nochmal hinterher. Okay. Wieder auf selbe noch. Beide treffen. 20. Okay. Dann würfel ich zweimal Schaden. Da haben wir einmal 5. Und einmal 8. Sind 13, durch 2 sind wir bei 6 Schaden, die sie kriegt. Andros, du bist dran. Ja. Ich überlege. So, die spricht nicht so wirklich mit mir, ne? Nein, sie ist sehr schweigsam. Sie kämpft einfach nur. Du siehst sie an ihrem grimmigen, also dieses richtige Zähnefletschen, wie du es bei Hunden hast, wenn sie in eine Attacke gehen. Sie ist definitiv sehr hart gedrillt und sieht definitiv nur darauf aus, dich zu zerstören. Okay. Das ist schade. Ich habe auch nichts an Zaubern oder so, was ich einsetzen kann, ne? Wolltest du jetzt mit ihr flirten? Hallo? Das geht dich gar nichts an. Spells, hättest du Darkness oder Thaumaturgy? Thaumaturgy macht, dass du entweder deine Stimme dreifach erhöhen kannst, du kannst sinnlose Flammen erzeugen, die jetzt nichts wirklich bringen, und die Farbe davon ändern. Du kannst harmlose Krebse auf den Boden zaubern für eine Minute. Du kannst einen Sound deiner Wahl innerhalb von 30 Fuß erzeugen. Stimmt. Kann ich, kann ich diese Flammen, dieses Licht, kann ich das quasi vor ihren Augen machen, dass sie geblendet ist? Bist du nicht enraged? Ach ja, scheiße, ich kann keine Spells einsetzen, ja, du hast recht. Ach ja, bloß. Ja, danke. Ja, nee, du hast recht. Also, wenn ja, dann
gibt's jetzt wieder auf die Fresse. Zweimal Axt, bonk. Du hast noch keine... Aber eigentlich, er ist doch ein Barbar, müsste er nicht... Ah ne, er hat Francie dafür. Ryan Francie, you can make a single melee weapon attack as a bonus action on each of your turns after this one. Ah, das heißt also, er hätte dann drei Attacken in der nächsten Runde, oder? Wenn er Francie. Eigentlich schon, ne? Ja, gut. Kann ich das einsetzen? Dann aber in der nächsten Runde hast du erst die drei Attacken. Du hast okay. Du hast eine 12, würde nicht treffen, dafür nutze ich die Inspiration, wenn es okay ist. Ja. Das ist eine Net 20! Yes! Der erste Crit des Kampfes. Ja. Wait. Dann nehme ich den Schaden mal doppelt. Und dann noch einmal. Obwohl, den brauche ich bloß einfach nehmen. Die 18, 18, 18 trifft. Und... Das sind nochmal 5, sind wir bei 20, also kriegt sie 10 Schaden. Und der Schlag tut ihr richtig weh. Man sieht, wie es ihr immer schlechter geht, aber sie scheint nicht gerade so drauf zu sein, dass sie irgendwie nachlässt. Sie ist definitiv, wie gesagt, kampfgestählt. Und danach ist unser aller Lieblingszwerg dran. Ich würde dir noch sagen, gib einfach auf, du hast keine Chance. Ich versuche sie... Ne? Das sind nicht Druiden, die ihr sucht. Ich versuche sie zu bekehren. Iron verschwindet hinter seiner Orgel. Das ja, auf Sachen zu googeln. Nicht. Das geht nicht. Gott, er hat leider nicht viele... Er hat zwar gute Zauber, aber nicht viele davon. Und so langsam gehen ihm die verdammten Spells aus. Ah. Ich hab deinen Attacken weggetankt, was willst du jetzt machen? Dann brauche ich bitte nochmal von euch beiden einen Dex-Save gegen 13. Ich hätte die Fresse halten sollen. Ja, hättest du. Meinst du mit beide auch Aragorn? Ja. Dirty 20. Gut, dann kriegt ihr beide bloß halben Schaden. Und damit ist dann... Der kann nichts mehr machen, also Gustav. Yay, endlich. Und dann mache ich dasselbe wie letzte Runde. Ich würde ihn wieder mit dem Rapier trapieren. Während ich ihn weiter festhalte. Ja, darum dich scheint er sich auch nicht so richtig zu kümmern. Okay. Wie war das jetzt, die Diskussion um den Advantage-Ausgang noch weiter oder lass mal dahin? Ja, kannst du ruhig nehmen. Okay. Jo, das sollte doch klappen. Mach noch den Piercing hinterher. Och, okay. Ja, besser wird's nicht. Was wurde es? 11 Schaden an den Zwerg. Was war denn der Treffer? 23. Okay, ja. 11 Schaden, ja. Ja. Uiuiuiui, ui, ui, ui. Und der hat keine große Rüstung oder so. Ja, und der ist auch sehr schwach in der Runde. Ja. Du fügst ihm einen ordentlichen Schnitt zu. Um dich kümmere ich mich gleich. Sag Bescheid, wenn ich nur noch sein Bein in der Hand habe. Und Iron ist dran. Okay. Diesen scheiß Schneeball-Fuzzi. Die Ork-Dame und der Schneeballfreund, die stehen noch am selben, oder roughly am selben Ort, ne? Ja, allerdings stehen dort auch Andros und Gustav rum. Ach, Gustav auch noch? Och nee. Ich hänge immer noch an dem Zweck dran, jedes Mal. Okay. Also du kannst damit nicht weckern. Friendly Fire halt. Kann ich, im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich... irgendwie zurufen, dass die beiden sich von denen entfernen sollen? Dann aber erst in der nächsten Runde.
Also dass ich dann in der nächsten Runde. Also du kannst in Aktion halten, kannst sagen, Vector, aber sind dann die würden. Beiden nach mir dran oder bin ich direkt dann nach. Oder bin ich dann erst, wenn die beiden da sind, wieder dran. Wechseln, du weißt, was ich meine. Also zuerst wäre Gagaok dran, sie würde es also hören, dann ist Aragorn, dann ist Andros, dann ist Oryk und dann ist erst Gustav. Also würde es jeder von denen hören. Und hätte Handlungszeit. Nee, ich meine, ob es sich lohnen würde, die Aktion zurückzuhalten. Oder ob ich eh nochmal dran wäre, bevor die alle weg sind. Ich frag mal so, ich häng da an einem fast toten Zwerg und hab ihn schon dreimal mit der Waffe angegriffen. Meinst du, ich lass den los? also, du könntest, wenn du, wie viel würfelst du, wie viele Würfel? Was meinst du? Ja, was? Na, wenn du jetzt so zum Beispiel einen Fireball casten möchtest. Ja. Wie viel würdest du denn maximal würfeln können? Absolut. An Würfel. Maximal würde ich... Sind das 5d8? Es sind 8d6. Ja, du könntest beide knockouten. Definitiv locker. Wenn du gut würfelst. Und meine Teammates auch? Ich bin feuerresistent, ne? Denk dran. Also mir ist der Feuerball relativ egal. Ja, du kriegst dann dadurch halben Schaden, also durch deinen Rage Viertelschaden. Also könntest du es gut wegtanken, ja. Wie es bei Gustav aussieht, weiß ich nicht. Okay, ja, ich dann... hab HP. Aber was ist das? Fällt dir nichts Besseres ein? Frage. Würden Gustav oder Andros mir das übel nehmen? Nö. Aber mach's cool. Feuerball werfen ist nicht so. Du kannst. Das würdest cool du schon machen, übel nehmen, auch deine Entscheidung. Okay, dann würde ich so machen. Ich rufe Gustav. Hab ich ein Message? Wait. Ich hab Mage Hand. Willst du den Pfeilfinger machen, so komm in die Richtung oder wie? Ist Gustav in 30 Fuß von mir? Nein, aber das ist dann keiner von denen. Also wenn der, die hat nur eine Range von 30 Fuß? Ja. Das wäre dann nicht, weil ich meinte ja beim letzten Mal, Andros müsste durch den kompletten Raum sprinten. Das waren dann so 80 Fuß. Also wenn, dann müsstest du ein Stückchen näher ran. Wie weit denn von ein Stückchen? Dass ich noch... 50 Fuß müsstest du laufen. Ich bin alter Mann, was erwartest du von mir? Ja gut, dann rufe ich Andros zu. Es gibt keine anderen Wege. Dann rufe ich ihn zu, dass er sich von dem Zwerg wegmachen soll. Und Andros ist bei Gagaok. Ich meine Gustav. Gustav rufe ich zu, dass ich von dem Zwerg wegmachen soll. Mhm. Und das wäre Bonusaktion, oder? Ja. Also rufen ist halt keine Aktion, das ist halt... Okay, so. Und dann würde ich nochmal gucken, wie es meinem Schüler geht. Das war, glaube ich, gut, ne? Aragorn streckt Iron einen Daumen entgegen, aber der Daumen, der ist nur so wie eine Fahne auf Halbmast. Der Daumen ist nur so halb. Ausgestreckt. Dann heile ich dich halt. Mit, was war's da? Cure Wounds. Das sind... 8 HP. Habe ich jetzt ein bisschen krasser vorgestellt, aber gut. Wie viel kriege ich? 8 HP. Zurück. Wie okay, sieht der Daumen jetzt aus? Man könnte die Geste falsch verstehen, denn Aragorns Daumen versteift sich nach oben. Okay. Und mit... ja, genau. Und ich mach dann mich halt bereit, dass sobald... mit meiner Aktion, sobald die Leute, die aus dem Weg sind, aus dem Weg sind, werfe ich meinen Fireball. Alles klar, dann ist jetzt Gagaok dran. Und lass es. Sie spricht das erste Mal wieder zu dir.
Du sagst, du kannst es alleine lösen, währenddessen mir stetig von hinten Pfeile in den Rücken fliegen? Wie feige muss man sein, keine Kriegerehre! Wow! Ja, wow! Okay! Psychic Damage? Okay. Emotional Damage! Oh, und man sieht ihre Wut an, 19 und 24. Okay, kann ich was machen oder ist sie jetzt erstmal dran? Inwiefern machen? Naja, ich würde sie erstmal mit großen Augen angucken und dann sagen, okay, also Aragorn, lass das. Wir regeln das. Und ich würde meine Axt fallen lassen und die Fäuste heben. Du willst Ehre? Dann komm. Okay. Jetzt hoffe ich natürlich, dass du dich darauf einlässt, ansonsten habe ich ein Problem. Kriegerehre, ja. Okay, dann würde ich das so machen, dass der schwächste Schaden davon noch durchkommt, weil du gerade angefangen hast zu reden, aber dann lässt sie auch ihre Axt fallen. Okay, nehme ich. Gut, das sind dann 4 Schaden, die du bekommst. Und dann lässt sie ihre Axt fallen, hebt die Fäuste. Na dann los! Aber du siehst sie auch an, dass sie nicht mehr ganz so wütend ist, sondern eher auch so ein bisschen Spaß dran findet. Das nimmt hier gerade ganz komische Vibes an, aber... Ich glaube auch, das ist ein Vorspiel, oder? Ja. Vorspiel unter Barbaren. Das ist so ein typischer Pink. Wenn ich mit der fertig bin, ne, ist Ezra eifersüchtig. Ich sag's euch. Wenn du mit dir fertig bist, musst du erstmal eine rauchen. Das ist schlecht, ich hab keine Zigaretten mehr. Okay. Hörnchen rauchen von alleine. Stimmt. Oder sie raucht. Oh, Leute! Entschuldigung. Oh, aber du kannst doch einmal pro Abend was anzünden. Entzünd halt nicht viel länger. Nee, ich kann ja nicht mehr anzünden, das ist ja das Problem. Aber du hast doch deinem Thermaturgy diese Flamme. Also die ist zwar nicht heiß zum Verbrennen, aber ich würde sagen zum Anbrennen, also für eine Kippe geht schon. Dann strecke ich zustimmend Andros einen Daumen entgegen und schieße 2 Pfeile auf den Zwerg. Okay, der erste ist eine 23 und der zweite ist eine 18. Trifft auch. Sehr gut. Dann trink du am besten mal was und ich würfel mal Schaden aus. Insgesamt Schaden 15. Mhm. Der Boy ist so gut wie fertig. Sehr gut. Kann ich noch was sagen oder ist meine Aktion vorbei? Reden kannst du. Dann rufe ich Gustav entgegen. Go get him, Tiger. So, nach Aragorn ist Andros dran. Na, also, ich komme auch nicht drum hin, auch ebenfalls zu grinsen. Das wird ein Spaß. Und dann gebe ich hier eine schöne Kombi. Links, rechts. In der letzten Runde hast du auch gefrenzied, also dass du denn 3 Schläge hast, ne? Ja, also links, rechts, Uppercut. Es geht. Alles klar, das eine ist eine 8, das trifft definitiv nicht. Das zweite ist eine 8, das trifft definitiv nicht, das sind 2 Zweien gerollt. Eieiei. Komm schon, das dritte muss jetzt treffen. Ist eine 19, die trifft. Und du machst ihr 4 Schaden, sprich 2. Aber hast du nicht gesagt, sie ist entspannter? Dementsprechend ist sie doch nicht mehr im Berserker-Modus. Ich sagte, dass sie ihre Waffen fallen lassen hat und gegrinst hat, also dass es ihr so halbwegs Spaß macht, aber der Rage ist ja nicht unbedingt das
Das ist eine bewusste Aktion, die sie machen. Die können sie auch machen, wenn sie nicht gerade... Also es ist aber ein Kampfrausch, keine Kampfwut. Okay. Und damit ist dann der Zwerg dran. Ich würde sie trotzdem noch mal fragen, ganz kurz. Und, wie schmeckt dir das? Sie grinst dich an. Yay, sie grinst mich an. Okay, Entschuldigung. Was hast du sie in der Tasche? Du hängst immer noch an ihm dran, ne? Gustav? Ja, ich hänge immer noch an ihm dran, dass er nicht weg kann. An diesem halbtoten Zwerg. Okay, das heißt, er berührt dich damit auch. Was soll das heißen? Dich trifft eine 23, ne? Rüstungstechnisch ein wenig, ja. Gut, dann kriegst du von seiner Hand aus einen Blitzschlag ab 12 Schaden. Oh. Ja, ich nehme wieder die Cunning Action, genau. Zur Halbierung vom Schaden. Ja. Allerdings war das von ihm bloß ein Cantrip. Also das war einfach nur das, was er jedes Mal machen kann. Ach so. In jeder Runde. Ach nee, ja. Time Roll Run Action. Ja, nein, okay, das war seine Aktion. Er hat dich geblitzt. Ja. Geblitzt. Geblitzt hat er mich. Genau. Das macht Dunkel in Flensburg. Gustav, du bist dran. Ja, okay, nachdem ich mir den niedlichen Schaden abgezogen habe, ignoriere ich das, was Iron gesagt hat. Und würde weiter mit dem Rapier auf ihn einstechen, weil ich davon ausgehe, dass er gleich runterfällt. Also Iron, ja, es hätte Sinn ergeben, wenn deine Kameraden das gemacht hätten. Ja. Jawohl. Also ich schreie doch so an Iron. Sowas von wegen, laber nicht, den hab ich gleich. Und dann würde ich mein Rapier nach dem Zwergchen. Im Falle er geht down, ich würde nur mit der stumpfen Seite das Ding gegen den Schädel hauen. Mhm. So, hier haben wir den Damage. 22 Attack und 7 Damage. Er geht noch nicht down. Och, Menno. Aber er ist sehr kurz davor. Also, er sieht schon richtig derbe mitgenommen aus. Du würdest sagen, noch so einen halben Schlag davon und der ist definitiv down. Ja. Ich halte ihn weiter fest. Iron, it's your turn. Okay, wie sieht Andros aus? Der hat jetzt was eingesteckt, aber nicht viel, ne? Ich sehe gut aus. Er ist ungefähr bei der Hälfte seines Lebens. Allerdings, ja, nö, kannst du ruhig machen, das wird dann rolltechnisch zwischen euch beiden geklärt. Moment, wer ist bei der Hälfte? Andros. Würde das der Orkin auffallen, wenn ich ihn heil? Weil ich möchte natürlich seinen ehrenhaften Kampf nicht unterbrechen. Das würde nicht nur der Orkin, sondern auch Andros auffallen. Und ob Andros das so geil findet, in seiner Kriegerehre beschmutzt worden zu sein, weil A, steht ständig Pfeile geflogen kommen, dann wird er geheilt. Ja, fände ich ungeil. Lass das mal. Okay. Aber fände es auch eine Inspiration ungeil, oder? Nee, das ist jetzt ehrenhaft. Nee, ich brauch nichts. Okay, das akzeptiert Iron. Paragon streckt Iron einen Daumen nach unten entgegen. Hä? Uncool, Bro. Scheiß Hater. Okay, dann respektiert das Iro. Ja, was macht er denn da jetzt? Er feuert ihn so an, ohne Motivation. Könnte es natürlich Aragorn motivieren. Inspirieren. Ja, dann inspiriert er Aragorn. Er guckt sich an. Gut, danke, dass du an meiner Seite warst. Aber jetzt kannst du raus. Mach die Absicherung. Sorg dafür, dass nichts mehr schief geht. Und
einmal Motivation. Gut, 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 gut. Beziehungsweise Inspiration, nicht Motivation. Gut, und dann schlägt die Orkin auch dreimal auf dich ein. Ach, die kann das auch. Das ist ja einmal pro kurzer Rast. Gott, mir ist so ein... Mir ist so ein... Ei! Sie trifft mit einer 21. Mit einer Net 20. Und die 12 trifft nicht. Aber sie macht 12, sprich 6 Schaden bei dir. Sie grinst sich so an. Sehr gut, jetzt kommen meine Schläge. Und sie macht genau die gleiche Kombi wie du. Und dann, und jetzt du. Aragorn. Aragorn nickt Iron zu. Du stehst immer noch in der Tür, das sind dann so 80 Fuß. 80 Fuß, okay, ich hab. Ich kann pro Runde 30 Fuß laufen. Okay. Aber warte mal, was steht bei deinem Bogen, wie viel Reichweite hat? Ich glaube 120 steht da, ne? Ja, der Bogen hat 120 Reichweite. Ich kann aber nur 30 Fuß pro Runde pro Aktion laufen. Ja, aber dein Bogen hat bis zu 120 Fuß eine Reichweite. Ja, ich wollte eigentlich zu dem Zwerg laufen und mit dem Kurzschwert zustechen, aber dafür bin ich zu weit weg. Dann möchte ich nochmal, oder dann schießt Aragorn nochmal ganz besonders motiviert zwei Pfeile mit dem langen Bogen auf den Zwerg. Mach mal bitte bloß einen. Erstmal, weil es sein kann, dass er das dann schon down geht. Allerdings, tödlich oder nicht tödlich? Also wenn ich das entscheiden kann, dann möchte ich natürlich töten. Okay. Trifft eine 16? Yep. Okay. Glauben meinen Schüler. Mit 11 Schaden. Du willst ihn töten, ja? Dann beschreibe mir, wie machst du's? Okay, Aragorn schießt einen Pfeil auf den Zwerg. Der Pfeil trifft den Zwerg in der Kehle, der eine rote Fontäne sprüht aus seinem Hals und der Zwerg geht röchelnd zu Boden. Alles klar. Und da ich ja noch eine Aktion habe, würde ich gern eine Superior Potion trinken. Dann viel Spaß dabei. Oh, vielen Dank. Und Andros, wieder 3 Schläge? Ja, aber vorher würde ich ganz kurz, also ich würde sie auch anders angrinsen. Der war nicht schlecht. Apropos, nicht 3 Schläge, ich würde versuchen, ganz gerne sie umzutackeln. Dass wir zu Boden gehen. Okay, also Stärke gegen Stärke. Ja. Und ihr beide habt Vorteil drauf, ne? Rage. Advantage und Strength Checks. Ja, ihr beide habt Vorteil drauf. Schauen wir mal, was du draus machst und was sie draus macht. Dein Vorteil liegt bei 16. Und ihr Vorteil liegt bei 18. Nicht wahr. Also du versuchst sie umzutackeln, in dem Moment nimmt sie dich aber und schmeißt dich auf den Boden. Das lief jetzt nicht so wie geplant. Oryk ist tot. Gustav wäre dran. Da er aber noch nicht da ist. Übrigens, der Trank hat mir 24 Punkte wiedergegeben. Alles Protokoll. Klar.
Okay, gut. Gustav gerade geschrieben. Ja, habe ich gesehen. Oh Gott, ist aber noch sprachlos. Ja. Hallo, hallo. Jetzt, oh, scheiß Ding. ja, warte mal, der Zwerg ist tot. Ja. Auch wenn es nicht viel bringt, ich renne jetzt mal die Treppe hoch und guck nach, ob Mr. Big Z noch zu sehen ist, beziehungsweise eine Blutspur von ihm. Er liegt noch unten auf dem Boden an der Taverne an dieser Treppe. Also auch die Gäste, die eventuell da sein könnten, sehen nichts, weil es ja hinter der Bar ist. Go get him, Tiger. Junge, hab ich ihn getötet? Ich hab ihn nein, getötet. Ihr habt ihm bloß einen, du hast ihm bloß einen Wurfspeer in die Schulter verpasst, aber wer sagt, dass er ein großer Kämpfer ist oder er ist ein kleiner Goblin oder außerdem, euer Kampf hat gerade vielleicht mal eine Minute gedauert? Da musste er sich erstmal von erholen. Von diesem, meine, wenn du einen Speer in der Schulter kriegst, musst du dich auch erstmal durchatmen. Achso. Quatsch, das höre ich den ganzen Tag. Also der liegt da am Boden und versucht er sich selbst gerade zu versorgen mit seinen Wunden oder was macht er da? Er hält sich auf jeden Fall die Schulter und steht aber oder beziehungsweise hält so ein Schwert mit der einen Hand in deine Richtung. Keine Bewegung. Bitte. Ich gucke ihn an und frage, sonst was? Sonst. Ich möchte dich nicht töten. Und ich will nicht, dass du wegläufst. Und halte ihm mein Rapier entgegen. Also läuft's darauf hinaus, wie geht's meinen Kameraden? Willst du dir die Überreste angucken? Sie sind tot? Na gut, man hört doch ein bisschen Kampfgeräusch von hinten. Nun, kannst du dir gerne angucken. Ja, gut. Ich... Und er guckt so panisch in Richtung Ausgang. Legt die Waffe nieder. Und, knie nieder auf den Boden. Da gibt dich deinem Schicksal. Er guckt immer noch panisch zur Tür. Passiert irgendwas an der Tür? Nein. Einfach nur so, als dass er sich überlegt, irgendwas... du siehst ihm an, dass er überlegt, einfach wegzurennen, ob er die Chance dazu hat. Aber dann siehst du, wie er sich einen Entschluss fasst und sich an die Schulter fasst. Und du siehst, dass so ein bisschen Blut verschwindet von seiner Schulter, wo er getroffen wurde. Also siehst, dass er sich ein bisschen selbst geheilt hat. Okay, aber bitte tötet meine Kameraden nicht. Ich wiederhole nochmal, leg die Waffe nieder und erwartet dich dem, was kommt. Er steckt sie weg. Gut, dann würde ich ihn kurz in Schach halten, bis der Rest nachrückt. Können wir das vielleicht unten? Nein. Können wir das oben besprechen? Also die Taverne hat ja noch ein extra oben. Da wo die Zimmer sind. Genau. Meinst du nicht, dass wir unten ungestörter sind? Ich zeig nochmal auf die Treppe. Okay, ich komm mit. Und er begleitet dich nach unten. Du oder ich zuerst? Ich würde ihn vorschicken und dann mit gezückter Waffe ihm hinterher. Auch dass er nichts versucht. Macht er nicht. Iron, du bist dran. Machst du irgendwas? Oder wollen wir jetzt einfach nur den Fight zwischen Andros und Gargaok abwarten? Ich dachte, Andros wäre zu Boden gegangen. Hä? Achso, ne, er wurde zu Boden getackelt. So, ich dachte, er wäre... Oh, okay. Dann würde ich den... Wenn jetzt der Magier tot ist, sonst keine Gefahr, außer dem ehrenwürdigen Kampf dort, würde ich meine
Orgel einpacken und ja, mal die Lage checken, wo, wie geht's Andros, wo ist Gustav hin? Der kommt gerade wieder nach unten zusammen mit einem kleinen Gnomen, den du ja als Fred kennst. Oder Mixi. Der Typ hat mich abgezockt, den lasse ich ganz bestimmt nicht entkommen. Hättest du aber gerade getan, aber ja. Entschuldigung. Unfreiwillig, ja. Ja, dann würde er seine Orgel einpacken und einfach auch mit sich zu Gustav hinstellen und aufpassen, dass Big C keine Faxen macht. Ich denke mal, er würde checken, dass er Gefangener ist, oder? Er hat sich gerade freiwillig ergeben, ohne zu kämpfen, ohne alles, also, ja. Und wir gehen jetzt mal raus aus der Initiative, raus aus der Kampfreihenfolge. Gagao hält dir so eine Hand hin. Gut gekämpft, Kleiner. Obwohl sie genauso groß ist wie du, aber ja. Ich ergreife die Hand und sage, bilde nichts auf ein, ich bin gerade nur gestolpert. Sie lacht so ein bisschen und schlägst du auch in die Hand ein, dass sie dir aufhilft? Ja. Gut, dann macht sie da, dann zieht sie dich hoch und entblößt dir so ihre Kehle. Also so den Kopf nach oben, weil würde sie so sich nach unten verneigen, wären da die Hörnchen. Und ich glaube, du hattest schon genug Kontakt mit anderen Wesen, um zu wissen, dass das bei Orks ein Angriffsdings ist für Herablassenheit und so, weil halt da die Hörner sind zum Aufspießen. Drum entblößt sie dir so ihre Kehle. Also, dass sie dir Respekt zollt. Okay. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich nicht einfach in die Kehle punche. Schöner Adamsapfel-Kick. Richtig. Aber so ein Roundhouse-Kick. Ich nicke ihr respektvoll zu und ich nehme das an und zoll ihr auch meinen Respekt. Später, wenn ich weiß, wo der Boss ist. Und in dem Moment kommen Gustav und Entschuldigung? Ich wollte gerade sagen, du meinst den da? Deute so hinter sie auf die gerade runterkommen. Und in dem Moment kommen dann halt wirklich Big Z und Gustav runter. Ich führe Big Z mal so in die Mitte des Raumes zu einem Tisch und sag ihm, dass er sich da setzen soll. Kann ich wenigstens zuerst meinen Kameraden oder meinen Leibwächter wiederbeleben? Oder ihn nicht tot werden lassen? Achso, den. Nein. Und er beugt. Er hat gefragt, aber er legt seine Hand an den Fuß von dem Zwerg und castet Spare the Dying. Also, dass er jetzt wirklich stabilisiert ist und nicht wegstirbt. Kann er das noch? Ja. Ich weiß nicht, wie lange das her sein darf, aber ich möchte dazu sprechen. Ich hatte schon diese Death Saves gemacht und er hatte bis jetzt zwei bestanden. Nein, Quatsch, das war einer. Wir hatten ja gerade mal eine Runde dann noch weitergemacht. Von daher, ja. Und Gagaok, kannst du ihn nehmen? Ja, klar, Boss. Und er wird halt so auf den Tisch gepackt, so wie bei so einer Bahre, aber halt, er ist ja nicht tot, von daher. Er muss sich wohl ein Weilchen erholen. Und wie geht's, Lucy? Oh. Nein, Luciel, nicht Lucy, Naja, jetzt ist Lucy vielleicht zutreffender. Währenddessen, nein, ist es nicht. Ist es nicht.
Denn der Typ sitzt mittlerweile wieder. Okay. Ah, Gott. Entschuldigung, Boss, gegen 4 war wohl dann doch ein wenig viel. Falsche Taktik. Welche Taktik? Euer das Gesichtchen halten ist keine Taktik. Oh, komm her, ich vernichte dir ganz gern dein Gesicht. Luciel. Also? Achso. Entschuldigung, Boss. Also, was möchtet ihr von mir? Bixi? Ich denke, du weißt ganz genau, was ich will. Und ich würde auch an Bixi rantreten und halt bedrohlich, ne, ihn bedrohlich angucken. Und das wäre was? Will er mich verarschen? Wo ist er? Bei eurem Auftraggeber? Bei Drutarie in dem Kerker? Okay. Wusste ich das? Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Ja, weil Drutras ja sagte, er würde gern, aber er kann nicht. Irgendwas, und ihr habt durch den Brief erfahren, dass sehr viele von den Wachen korrumpiert wurden und für Big Z arbeiten. Und nicht mehr für Drutras, und das weiß er, darum kann er das dir nicht geben, weil das denn sonst wohl angeblich sofort zerstört wäre, weil halt Big Z viel kontrolliert. Ah. Okay, ja, stimmt, das stimmt. Jetzt bin ich wieder auf Kurs. Ja, das weiß ich, du Zwerg. Hol ihn raus. Gnom, nicht Zwerg. Na, witzig sind wir auch noch, was? Nein, er ist ein Gnom. Also, Big Z ist ein Gnom. Ja. Achso. Wusste nicht, ob du es weißt. Nee, war schon so beabsichtigt, der Spruch. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht so recht, woher dein Hass mir gegenüber kommt. Ich hab dir nichts getan. Ich hätte euch schon des Öfteren töten können. Habe ich das getan? Nein. Was? Nein, was? Hast du nicht. Und warum wohl nicht? Tja, das musst du mir verraten. Was ich weiß, ist, dass ich wegen dir ihn verloren habe. Und du der Einzige bist, der mir bisher durch die Lappen gegangen ist. Ja, weil ich der Einzige bin, der ein großes Netzwerk hat und intelligenter ist als alle anderen, weil ich mich nicht für unfehlbar halte. Weil ich auch meine eigenen Fehler mit einkalkuliere. Ich halte mich nicht für den Stärksten, Besten, sonst da wie. Weil durch Arroganz... durch Arroganz macht man Fehler und... Gerade die Größten werden dadurch geschaffen, zum Beispiel, wenn ein kleiner Tiefling und sein Kumpane dann mit Waffe sich einschleichen und diese Banden zerschlagen. Und ich muss sagen, du hast auch recht gute Arbeit gemacht und du hast mir auch ein paar Konkurrenten vom Leib geschaffen, aber ich hab dich nicht getötet, weil du zu wertvoll für diese Welt bist. Du hast dich bloß leider auf das falsche Ziel eingeschossen. Und ich dachte, wenn ich dir einen Warnschuss gebe, dass du dann aufhörst, in meine Richtung zu rennen. Aber ich hab's dir nicht weggenommen, das hast du doch selbst getan. Was kann ich dafür? Du hast mich dazu gezwungen. Und apropos unfehlbar, und ich würde ihn, ne, wenn ich das sage, so auf die verletzte Schulter hauen. Hat gesessen, ne? Ja, leider ja, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, Jäger, wer von uns beiden ist denn das Monster? Ich
habe niemanden gefoltert, um ihn dann elendig zu töten. Ich habe auch niemanden, irgendwas gebrochen. Ich habe keinen von meinen Leuten verraten. Und wie sieht's bei dir aus? Ich bin sogar wieder zurückgekommen, nur für meine Kameraden. Bitte? Ich bin sogar zurückgekommen, nur für meine Kameraden, weil ich befürchtet hatte, dass sie sterben. Ich hätte auch abhauen können. Jede Wette, du wolltest abhauen. Ich glaube nur, Gustav hat dich aufgehalten. Also erzähl keinen Scheiß. Hab ich das? Erzähl du mir lieber, welches größere Ziel du meinst. Wovon redest du? Gustav? Gustav Glücksfuß? Ja, das bin ich. Naja, momentan kannst du nicht... sowohl, ja, von Lucy, aber du kannst Endcharakter noch nicht sprechen, drum nix zu bloß. Und Bixi, er ist das, lässt den Stein zu Boden fallen und zerstört ihn und damit kannst du wieder reden. Okay, dann haben wir jetzt gerade einen Fehler gemacht, weil ich habe ja oben schon mit Bixi gesprochen. Oh, ja. Okay, alles gut, beschissen. Warte mal, was er hat jetzt fallen lassen, damit er mich wieder sprechen kann? Der wurde das zerstört durch den Speer, der geworfen wurde von Dings. Nehmen wir so, ja. Ja, das bin ich. Scheinbar kennen Lucien und uns. Ich und. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber. Ja. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Ja, als ich aus dem Waisenhaus abgehauen bin, aber. Wir müssen mal später reden. Lass uns einen trinken gehen. Aber was du da für Kameraden bei dir hast, und der nickt so in Richtung von. Andros, man sieht immer noch an, dass er nicht sehr begeistert von ihm ist, sondern wirklich jedes Mal, wenn er in seine Richtung schaut, schaut er voller Hass. Den solltest du dir abgewöhnen. Okay. Sehe ich jetzt noch keinen Grund dazu. Den Grund, und das sagt wieder Big Z, hat euch doch schon Royal geliefert, oder nicht? Und bei dem Namen zuckt Lucille zusammen. Royal war eine, die uns aus dem Hintergrund angreifen wollte und nun ja, aus dem Leben hauen wollte. Ihr scheint jetzt gerade so, als wenn ihr nicht unbedingt uns aus dem Leben haben wollt. Nein, wie gesagt, ich wollte euch nur einen Schuss von Bug verpassen, eigentlich ihm, und der hat sich dann neue Kameraden gesucht. Und damit sind wir hier bei dem Ding. Und, was meint ihr wohl, warte, ich muss ganz kurz die Stelle suchen in meinem Dings. Nein, das ist es nicht, verdammt, ich finde das nicht. Und Big Z sagt, ich wollte nie etwas Böses. Ich will doch einfach nur die Ungerechtigkeit bekämpfen. Ich meine, seht euch Lucia an. Ihn habe ich aus dem Waisenhaus geholt. Araya hat es sogar noch schlimmer gehabt. Sie musste ich direkt von der Straße holen. Und ja, dafür musste ich halt mal einen illegalen Weg gehen mit Erpressung, Diebstahl und etc. Und des Weiteren. Aber ich wollte doch nur dieser Welt helfen. Ich wollte diesem verdammten System zeigen, wie sehr man es manipulieren und missbrauchen kann, wenn man es wirklich will. Ihr habt die Information von Lucille bekommen, die ihr haben wolltet. Dann geht bitte und lasst mich in Frieden mein Werk vollenden. Ich will der Welt doch nur aufzeigen, dass diese Regeln, die aufgestellt wurden, der Untergang dafür sind, wenn man seine Vergangenheit nicht kennt und sich dieser nicht stellt. Und sich dieser nicht bewusst ist, weil wir sonst hier immer wieder die gleichen Fehler machen können. Und werden. Indem ihr reihenweise die Leute unterdrückt, ausraubt, erpresst und was sonst noch alles. Wie soll das weiterhelfen? Kennt ihr einen besseren Weg, das gesamte Reich zu. Das gesamte. Den gesamten Kontinent zu vereinen und
alles auf ein besseres System zu heben, als so wie es momentan ist mit der Monarchie, mit all der Ungerechtigkeit, die herrscht? Kennt ihr einen besseren Weg, dann lasst ihn mich hören. Warum solltest du das wollen? Weil ich der Welt zeigen will, was für eine Vergangenheit wir hinter uns haben, worin unsere Stärken liegen. Ich möchte dieser Welt zeigen, wie unsere Vergangenheit war, dass wir nicht nochmal die gleichen Fehler machen. Und dann hältst du das für einen guten Weg, kriminell zu sein. Kennst du einen besseren Weg? Ja, ehrliches Handwerk, so wie ich es tue. Und was schaffe ich damit? Ich herrsche dann einem König, wie ihr es tut. Dann reist doch ganz gerne mal ins Reich von Azaria und dann seht ihr, was es heißt, sich mit einem König anzulegen. Nicht selber König werden? Weil ich darauf keinerlei Lust habe. Iron würde den angucken. Wenn ihr wirklich solche noblen Ziele habt, wo sind dann die Beweise dafür? Das Einzige, was wir bis jetzt von euch wissen, ist, dass ihr irgendein Boss im Untergrund seid, der anscheinend so gute Beziehungen hat, dass er Leute, von denen er es will, einfach mal so verschwinden lässt oder in ein Gefängnis einsperrt. Woher kriegen wir eine Garantie, dass ihr wirklich so noble Intentionen habt, wie ihr hier vorgeht? Lest den Zettel von Lucille. Welchen Zettel? Oh, das hat euch Iron nicht erzählt. Iron würde kurz erschrecken. Stimmt, den hatte ich eingestellt. Ich war damit beschäftigt, von deinem Freund da hinten abgestochen zu werden. Und er zeigt auf Lucille und packt dann den Zettel aus und würde den laut vorlesen. Sehr hochgeehrter Big Z, laut unseren Informationen wurde die Menschheit vor knapp 1800 Jahren fast komplett durch einen Pilz ausgelöscht. Ein gewisser Samal? Shamal? Da muss ich leider schon unterbrechen bei dem Namen. Weil ich das gerade selbst verpeilt habe, in dem Moment hast du ein Nein! Aus der Ecke. Eine Person taucht auf, die euch alle sehr bekannt vorkommt. Misty? Hold person! Yep. Hold person, sofort! Machst du? Ja, ich will. Counterspell. Nochmal. Counterspell. Du! Nicht vorlesen diesen Namen! Tu es nicht! Ich bitte dich! Sonst kommt er! Und du merkst ihr an, dass es ihr richtig ernst ist. Muss ich an diese Stelle kommen? Ich würde dich fragen, warum? Ist er so eine Art Beetlejuice? Sprichst du seinen Namen dreimal aus und er erscheint? Nein! Nur wenn du ihn schon einmal aussprichst! Und Sabine! Bitte was? So wie Freddy Krüger? Wie Bloody Mary, Bloody so in der Art. Stellt sich nachts, Was hat das mit dem Typen aus ReZero zu tun? Weil so in der Art wie bei Voldemort. Sprichst du seinen Namen aus, taucht derjenige sofort auf. Ach so, okay. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja, nein, alles gut. Meine Spells verbraten. Sie noch lange nicht. Ich sagte, don't fuck with Misty. Weil sonst er kommt. Sabine, so weit kannst du nicht gekommen sein. Woher weißt du das? Dieser Dudu. Bastard, das ist unmöglich! Und ihr hört auch aus ihrer Stimme raus, dass sie wirklich brüchig weinerlich ist. Oh Gott, nein, 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 nein.
Aragorn winkt Misty zu. Hallo, Giraffe. Halt die Klappe! Und da du ja auch den Namen schon so ein bisschen ausgesprochen hast, die dich bloß zu spät unterbrochen hat, hörte mit mal, wie eine Stimme von überall herkommt. Der komplette Raum erbebt unter dieser Stimme. Und sie ist voll von Überheblichkeit. Und spricht sehr, sehr gebieterisch in eure Richtung. Wer meiner Kinder wagt es, sich verbotenes Wissen zu sammeln und meinen Namen, den eines Gottes, zu nennen? Und vor euch erscheint in fluoreszierender Farbe, wo ihr seht, dass es bloß eine Projektion ist, ein verdammt alter Beholder. Das ist, den ihr schon bekämpft habt, ist dagegen ein Kind. Aber das mit dem Rücken zu euch und dreht sich langsam in eure Richtung. Oh fuck, Misty macht sich wieder unsichtbar. Ich verdrehe genervt die Augen. Ihr mickrigen Würmer, nennt mir euren Namen, sodass ich weiß, wen ich zu vernichten habe. Und er blickt ganz kurz mit all seinen Augen. Mach erstmal. Aragorn springt auf und sagt: Ich bin Aragorn aus dem Heldenwald. Ich bin Lucia. Lucy guckt dich echt sehr verdattert an, so vollkommen entsetzt. Aber das ignoriert er auch so halbwegs, weil diese kurze Pause nutzt er und scheint auf irgendwas anderes aufmerksam zu werden. Er scheint so eine Witterung aufzunehmen und seine Stimme wird jetzt wirklich wütend und vor Zorn bebend. Wo ist sie? Ich spüre hier irgendwo ihre Aura. Wo ist sie? Wo ist die Gefangene 2505166? Na hier, und ich deute auf die Orkin. Nein, das ist sie nicht, du Trottel! Und euch allen erreicht eine Message in den Kopf. Eine sehr, sehr verzweifelte Stimme von Misty. Bitte, 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 verratet mich nicht! Sagt ihm nicht, wo ich bin! Und ja, ich weiß, geht bei Message nicht, aber ich homebrew jetzt mal ein bisschen. Ihr kriegt ein Bild in den Kopf, das euch zeigt, dass sie sich in die hinterste Ecke wieder komplett zurückgezogen hat. Und das, was durch diesen Zauber eigentlich nicht möglich ist, aber wahrscheinlich, weil Misty so mächtig ist, erreicht euch noch ein weiteres Bild, so eine ganz kurze Sekunde von diesem Bild, mit einem stählernen Tisch in der Mitte, auf dem vier so eine Metallsteine fest dran sind. Und ihr kriegt von ihr noch ihre momentane Verfassung mit, und das ist alles überschattende Angst, Panik und Schmerz. Und ihr wisst, dass sie das definitiv nicht absichtlich euch geschickt hat, dieses Bild. Dass sie komplett kurz vorm Durchdrehen, vorm vollkommenen Kollaps ist. Okay. Ich würde den Typen quasi ablenken und fragen, wer zum Geier bist du eigentlich? Ich bin Shamal aus dem heiligen Land El Ashalam. Kommt ins Königreich Azariel und ihr werdet den Zugang zu meinem Land finden. Aragorn sagt zu dem Gott: Sei leise, man darf den Namen nicht aussprechen, sonst erscheint er. Oh Gott, ich liebe ihn, oh Gott! So, hinrennen! Bist du wahnsinnig? Und dabei legt er so ganz theatralisch die Hände auf den Kopf. Du kannst zufrieden sein, dass ich A. für ihn noch kein Charakter angelegt habe und B, wenn er einen Zauber auf dir ablassen würde, wirst du sterben. Eieiei. Ich muss ja so spielen wie mein Charakter. Ja, ja. Ja, ja. Was? Ich würde. Was willst du von mir, du Wurm? Okay, pass auf. Dieses kleine Ding, nach dem du suchst. Geht hier ein und aus, wie es will. Wir kommen ihm selber nicht hinterher.
Jedes Mal, ich hab's gerade selber versucht, jedes Mal, wenn wir dieses kleine Vieh versuchen zu fangen, lutscht es uns durch die Finger. Wenn du es haben willst, musst du es selber suchen. Höchstwahrscheinlich hat es sich schon in der Stadt versteckt. Und er würde auch versuchen zu überzeugen. Wie? Hast du gerade meine Tochter genannt? Autsch. Tochter? Echt jetzt? Echt jetzt? Entschuldigung, ich weiß ja nicht, wie die heißt. Sorry. Nein, nein, ich sag das jetzt zu unserem Göttertypi. Es wird sich noch alles aufklären. Ja, schon klar, aber in Character einfach nur dieses. What the fuck, echt jetzt? Wie zur Hölle ist das aus einem Beholder rausgekommen? Ich würde ebenfalls vortreten und Iron so ein bisschen auf die Schulter klopfen, so von wegen, ne, lass mal gut sein. Gefangene! Gefangene sind meine Arbeit, nicht deine. Du hast dir nichts verloren. Dreh mich um und geh weg. So kann man auch aus der Situation entkommen. Oh Gott, Alter, ihr könnt so zufrieden sein, Alter. Der hat ja schon den zweiten Zauber auf euch abgehämmert. Und ich glaube, der wäre nicht gut ausgegangen. Dreh mir nicht den Rücken zu. Dann ich gucke über die Schulter. Sonst was? Finde sie und bring sie zu mir. Wo bist du? Achso, hast du gesagt. Aragorn fragt, okay. Was kriegen wir denn dafür? Euer Leben. Leben finde ich gut und nickt. Gut, dann haben wir einen Deal. Bringt sie mit zu mir. Also ich habe jetzt nicht den Deal für alle klar gemacht. Ich habe nur so zustimmend genickt, weil ich finde das Leben gut. Und wenn nicht, werde ich euch finden. Oder jemand, der für mich arbeitet, findet euch. Und dann werdet ihr schreckliche Qualen erleiden. Bringt sie zu mir. Und dann er verschwindet. Was? Wollt ihr noch weiter provozieren? Schade. Ja, ihr habt also echt abgemacht, dass ihr... nein, warte. Bevor er verschwindet, das habe ich gerade vergessen. Die Augen gehen so in jegliche Richtungen. Du warst mein nützliches Spielzeug, aber dich brauche ich nicht mehr. Ich kenne dich doch gar nicht. Sagt, Big Z. Nein, aber was meinst du, warum du so weit gekommen bist? Du warst auch nur ein Spielzeug für mich. Und er lässt 4 Strahlen los. Jeder davon trifft einen. Big Z, Gagaok, Luciel und wen habe ich gerade vergessen im Kopf? Urik. Alle sterben und er verschwindet. Das passiert mit euch beim nächsten Mal, wenn ihr nicht tut, was ich sage. Das waren meine Gefangenen! Du kleines Arschloch! Du findest uns, ich finde dich! Komm doch zu mir! Ich wohne da und da und da! Also Kopfgeld gibt's auf den Kopf. In der Turnhalle, aber ohne Treten! So nicht! Kein Kratzen, kein Beißen! Und nicht schubsen, ich hab Joghurt im Rucksack! Also, ihr habt mich jetzt echt... an ihn ich verkauft. Ich wollte noch was probieren! Ihr wisst, dass... Hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich, aber wir ignorieren dich. Okay. Entschuldigung, was wolltest du probieren? Ich wollte meine Orgel zwischen Big Z und seinem Strahl bohren, bevor der ihn abknallen kann, aber... ich bin irrelevant. Nein, aber das war zu schnell. Okay. Du konntest ja nicht vorhersehen, was er macht und von daher, ja, ist jetzt weg und Misty steht immer noch in der Ecke, macht sie ja wieder sichtbar. Ihr habt mich also echt an ihn verkauft. Der hat sich schnell beruhigt. Was? Hätten wir dich verkauft, hätten wir ihm direkt gesagt, wo du bist. Ja, wir haben nur ein bisschen Zeit rausgestanden, als er nimmst du dann nicht krummer, als es eigentlich ist.
nicht krummer als es ist. Wisst ihr, was er mit mir gemacht hat und was er tut? Nein, aber das kannst du uns gerne mal erzählen. Weil wir haben keine Ahnung, wer du eigentlich bist oder wer er ist. Aragorn sagt, er ist schließlich der Erziehungsberechtigter. Was ist er? Nein, ist er nicht. Wieso nennt er dich Tochter und Gefangener? Moment, steht dieses in Klammern, liest diesen Namen bitte nicht laut vor, auch auf dem Zettel? Ja. Oh, das habe ich überlesen, ups, sorry. Das war absichtlich so gemacht, dass er auftaucht. Dafür kann ich jetzt aber den Rest des Briefes zuschicken. Warum er mich so nennt? Weil ich durch ihn diese Kräfte bekommen habe, aber niemals wollte. Ich bin ein verficktes Experiment von diesem... Weiß ich, was er ist. Aragorn hebt den Zeigefinger und sagt, nicht in dem Ton. Jung. Genau, nicht in dem Ton. Jung, ich bin nicht jung. Ich weiß nicht, wie jung ihr mich haltet. Aber ich bin bei weitem älter als ihr alle zusammen. Und wer hat es gesagt mit dem Ton? Das war Aragorn. Okay. Ja? An, als sie sagt, dass sie weitaus älter ist als wir alle zusammen und sagt, ach wirklich? Lass es gut sein, hör auf, ich... Gut, Aragorn ganz gut, sagt... Aragorn sagt, mit Worten, Giraffe, mit Worten. Mach mir einen Konzept gegen 15, Aragorn. Oh nein! Iron wäre bereit, Cure Wounds zu verpassen. Konya? Ja. Okay, ich habe eine 12 gewürfelt. Du wirst blind. Was? Moment, kann Iron das ausnutzen, während sie spellt, dass er in dem Moment... Hold Person macht, damit sie abgelenkt ist und kein Counterspell machen kann. Counterspell ist aber eine Reaction auf den Zauber. Das war eine Action und das wäre dann eine Reaction. Nicht Counterspell, Hold Person. Aber Reactions bringen Klicks. ja, aber das Problem ist ja, sie macht eine Action auf Aragorn. Du willst das machen und darauf könnte sie ja immer noch eine Reaction, wenn sie selbst davon betroffen ist. Ja. Ja, gut, dann lass ich sie durchgehen. Gegen was muss sie würfeln? Ich krieg dich. Rüstung gegen 15. Ja. Komm schon. Solange sie keine 6 würfelt. Sie hat's geschafft mit der 28. Ach, hätte. Ich krieg dich. Hör auf damit! Ich will nicht kämpfen gegen euch! Dann erzähl mal lieber, was los ist. Zwei Ohren, ein Gehirn, drei Leute, entscheidet euch! Aragorn stockelt übrigens mit ausgestreckten Armen durch den Raum und läuft gegen Stühle und Tische. Gut, Andros? Na, wir wollen auch nicht gegen dich kämpfen. Aber du hast ihn gerade erblinden lassen. Das ist nicht cool. Das ist doch voll. Wir setzen uns hin, wir reden. Dann A, hört auf, mich von oben herab zu behandeln und B, soll er endlich mal seine Klappe halten. Er ist lange genug respektlos gegenüber mir gewesen. Na, wenn du willst, dass er die Klappe hält, dann hättest du ihn vielleicht verstummen lassen sollen und nicht erblinden. Ich kann ihn aber nur taub und blind machen. Und Gönnitz, dich eine Magierin! Sagt derjenige, der nicht mal Hold Person richtig hinkriegt, den Zauber, den jedes Kind hinkriegt. Okay. Ach ja, das machst du mal bei mir! Leute, beruhigt euch alle! Ruhe! Okay, dann machen wir mal eine Konzeption 15. Bitte?
Dann machen wir mal einen Con-Save, ein Wisdom-Save gegen 15. Ja, dann mach das mal. Kannst du mich vorher selbst inspirieren? Oder war das auf mich oder auf wen? Auf dich, Iron. Darf ich mich vorher selbst inspirieren? Weil darauf warte ich schon die ganze Zeit. Tu es. Ja, okay. Con-Save. Just do it. 13 plus 2 ist 15. 15? Ja, hä? Wieso? Du hast eine 15? Con-Save. Und mit meinen Vorteilen... Nein, Wisdom. Entschuldigung. Ja. Ach, Wisdom. Oh. Das sagst du früh genug. Ich hab auch beides plus 2, egal. 4. Mit Vorteil. 8. Mann, ey, die davor haben geklappt. Was soll das? Sie zaubert's auf dich? Ja, und was jetzt? Und sie lässt es aber sofort wieder fallen. Also sie hat es ganz kurz gemacht, um ihr Macht zu demonstrieren, lässt es dann weggehen. Und dann macht sie noch eine Geste in Richtung von Aragorn und lässt ihm wieder die Sicht erscheinen. Das waren nur sinnlose Zauber. Und jetzt... Ich bin gerade nicht in der besten Verfassung meiner selbst. Leute, setzt euch doch mal bitte alle hin und hört auf zu zaubern. Du hast euch hin, hört auf zu zaubern. Kinder, was soll denn das? Was sollen die Leute denken? Sie setzt sich so an den letzten Stuhl am Tisch. Aragorn ruft übrigens in den Raum: Ich kann sehen, ein Wunder, ich wurde geheilt. Das hast du gut gemacht, Aragorn. Ja, ganz toll. Ich setze mich zu Misty. Aragorn setzt sich auch an den Tisch. Iron geht die Treppen hoch und kommt wenige Sekunden später mit irgendeiner Alkoholflasche wieder. Das hättest du nicht mehr machen müssen. Sie steht auf, geht hinter den Tresen. Hier haben wir auch was. Ich hab euch beobachtet. Ob ihr wieder tötet oder nicht. Wir hatten ja wenig... Oh, Stimmbo. Wir hatten ja wenig Wahl. Hätte ich gesagt. Ha. Huh. Ihr habt immer die Wahl. Aber möchtest du nicht weiter vorlesen, was in dem Brief steht, ohne den Namen zu lesen von diesem Typen? Meine Liebe, genauso wie wir gerade die Wahl hatten, dich nicht auszuliefern. Und wir haben sie zu deinem Glück getroffen, dich nicht auszuliefern. Also würde ich sagen, dass wir die Scheiße mit dem Mysteriösen jetzt mal lassen und Tacheles reden, wenn du von uns irgendwelche Hilfe verlangen oder bekommen möchtest. Was möchtet ihr wissen? Wer bist du? Was bist du? Warum bist du? Und wer ist dein Daddy? Und woher bist du? Who's your Daddy? Ich bin aus dem alten Land El Ashalam. Sollte uns das sagen? Das steht in diesem Brief drin, den ihr habt. Und was wollt ihr noch wissen? Wer bin ich? Wie schon gesagt, ich habe keinen Namen. Mir wurde nie einer gegeben, da ich immer nur mit der Gefangene 25051666 angesprochen wurde. Und des Weiteren, wieso bin ich? Weil er an mir herum experimentiert hat. Deswegen sehe ich so aus, deswegen kann ich das alles. Und was wolltet ihr noch wissen? Eltern habe ich keine, soweit ich weiß. Ich kenne sie nicht, oder ich kenne sie zumindest nicht. Als ich ihm ausgeliefert wurde, war ich 6 Jahre. Weitere Fragen? Und welchen Zweck hat er mit diesen Experimenten verfolgt? Resistenzen gegen diesen Pilz. Pilz, ich höre immer nur Pilz. Was damit für ein Pilz? Definitiv nicht das Bier. Aragorn sagt, mach dir nichts raus, Giraffe. Ich mag auch keine Champignons. Warum kann ich nicht Leute einfach nur mundtot machen? Ohne sie zu töten. Weil du nicht so krass bist, wie du dachtest. Ich guck Misty an. Soll ich ihm die Zunge rausschneiden, oder? Ich bin am Überlegen, das Angebot anzunehmen. Verleitet mich nicht. Okay, wir kommen drauf zurück. Also, was für ein Pilz?
Wovon ein... redet der Typ? Ich, das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, darüber weiß ich nicht mehr. Ich, als ich ihm ausgeliefert wurde, wurde nur gesagt, ich soll eine Resistenz gegen einen Pilz entwickeln oder gegen die Krankheit, die du von dem Pilz ausgelöst wird. Ich weiß es nicht. Okay, hast du diese Resistenz denn? Keine Ahnung, das konnte man leider nicht herausfinden. Aber ich glaube eher nicht, da er versucht hatte, ein Heilmittel zu finden und dadurch noch mehr Leid verursacht hat. Und wer ist er? Den Namen darf ich nicht aussprechen. Er ist der Leiter gewesen der ganzen Experimente. Also auch der, der die Idee hatte, diese Experimente durchzuführen. Mhm. Und wer sind seine Gehilfen? Das waren damals sehr kriminelle Leute gewesen, da er auf einem... Eigentlich hatte er ein gutes Ziel, aber den falschen Weg. Er hat sich mit, wie nannte man's damals... Mafiosis, Kriminelle, eingelassen und hat dadurch seine Forschungen finanziert bekommen, indem und sie haben ihm bereitwillig Opfer geliefert, unter anderem mich. Und ich nehme an, du bist Drache dafür. Wie bitte? Ich wollte gerade fragen, er betreibt das seit Ewigkeiten und hat sein Ziel nicht erreicht. Also so ein guter Forscher kann er gar nicht sein. Nein, er hat es vor 1800 Jahren versucht und seitdem er so geworden ist, kann er es nicht mehr probieren. Gott sei Dank, sei zufrieden. Was meinst du mit so geworden? Das, wie er jetzt aussieht, lest diesen Brief. Misty reißt dir den Zettel aus der Hand. Ach, alte Männer, die doch noch so jung sind. Sehr hochverehrter Big C, laut unseren Informationen wurde die Menschheit vor knapp 1800 Jahren fast komplett durch eine Krankheit, durch einen Pilz ausgelöscht. Ein gewisser widmete sich im Lande El Ashalam, was laut den mir vorliegenden Quellen ein alter Begriff aus der menschlichen Sprache entnommenes Wort für Neubeginn sein soll, der Erforschung eines Heilmittels und verursachte, als sich die Forschung gegen den Forschenden wandte, dadurch noch mehr Leid. Laut den Gerüchten entstanden dadurch, da bis zu diesem Zeitpunkt nur die Menschen existierten, die heute existierenden Rassen. Laut aktuellem Stand wird der Bruder von Kirasu von Leuten in die Mangel genommen und verfolgt, die seinem ehemaligen Verbündeten Cem angehören. Er wird diese Jagd garantiert wohl nicht überleben, von daher seid ihr sicher. Doch es soll sich Dutrast wohl darum kümmern, eine potente Truppe um den berüchtigten Bandenschlechter Andros, Misty guckt kurz in deine Richtung und grinst, zu versammeln. Seid bitte vorsichtig her. Gezeichnet Big K. Und nein, ihr müsst euch nicht das Alphabet hocharbeiten, das ist bloß ein simpler kleiner Spion von Big Z. Sie guckt auf Big Z, wohl mal gewesen. Ich wollte gerade sagen, das mit dem vorsichtig sein ist ja jetzt rum. Ja. Iron nimmt einen tiefen Schluck aus, was auch immer für einen Alkohol er sich geholt hat. Irgendwas, was stark aussah. Was hast du dir genommen? Also ich könnte jetzt rum Risky Wodka vorschlagen? Irgendwas, was stark aussah. Gut, dann hätte ich von dir einen Con-Save. Aber mit Freude. Nochmal gegen 12. Ach komm, ich hab doch schon... Fuck, Natural One. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch schon getrunken in meinen Tagen. Ach komm. Ja, aber war schon sehr lange her. Von daher bist du... Iron bricht zusammen, Alkoholvergiftung. Mit dem ist es zu Ende. Alte Menschen. Wie war das mit dem Schwabisch-Schwarzen? Sie geht auf dich zu, toucht kurz auf die Schulter, beziehungsweise auf den Kopf und macht Deep Poisoning. Was ist denn die Hand? Ich hasse es. Du bist jetzt wieder entgiftet.
Aragorn dreht sich zu Iron und sagt: Mit Worten, Herr Iron, mit Worten. Was? Sagt Iron. Okay. Das ist ja jetzt alles schön und gut. Die Frage, die ich mir stelle, wie komme ich jetzt... Und da unterbreche ich mich. Ja, wie kommst du jetzt? Ah, ich weiß wo. Naja. Er ist tot. Die Korruption ist vorbei wohl. Also ich glaube nicht, dass die Schlange ohne Geld weiterlebt. Moment, was? Moment, stopp. Wer ist tot? Er ist tot? Also, was? Na, sie hat auf Big Sie gezeigt. Ach so. Ihr habt der Hydra den Kopf abgeschlagen und selbst wenn zwei neue nachwachsen, werden sich diese zwei gegeneinander bekämpfen. Die zwei müssen erst einmal an mir vorbei. Und das auch, aber ich glaube, wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Ansonsten würde... Und sie spricht das Wort wirklich mit Ekel und Hass aus. Vater. Sehr wütend werden und die Welt vernichten. Ja, auch der muss erstmal an mir vorbei. Oder an uns, besser gesagt. Meine Zwischenfrage. Er scheint ja durchaus fähig zu sein, einiges kaputt zu machen, aber die Welt vernichten? Erstens, hat er die Absicht? Zweitens, kann er das wirklich? Drittens, Brust. Erstens, er hat's auf euch abgesehen und wenn er jagt oder wenn er die Fährte aufgenommen hat, dann ist es so als... Nein, es gibt keinen Vergleich. Entweder ihr beugt euch seinem Willen oder ihr sterbt. Und er könnte die Welt zwar nicht in Schutt und Asche legen, zumindest nicht die ihr nicht kennt, aber dieses kleine Land, diese Fürsten, vier Fürstentümer, die hier sind, die kann er leider locker vernichten. Ich meine, ihr braucht die Obersten nehmen, sie vernichten und alles andere, was danach kommt. Und versucht mal gegen eine Projektion zu kämpfen, die Zauber schafft, sogar sehr tödliche. Naja, solange er nur Feuer benutzt, schaffe ich das. Misty zaubert hebt so zwei Hände und zaubert in zwei verschiedene Richtungen. In die eine Richtung siehst du Eis fliegen, in die andere Richtung Säure. Noch Fragen? Ich kann nur einen Bruchteil von dem, was er kann. Ist ja super, aber niemand mag Angeber. Aragorn sagt, sie ist ja auch eine Angeberin. ich schmeiß meinen Kelch nach Aragorn, ehrlich. Aragorn aber ich darf ihn nicht am Blinden lassen, oder was? Ja? Aragorn duckt sich, aber dadurch wirft er sich quasi in die Richtung des anfliegenden Kelchs. Du, Andros, würfelst mir mal bitte auf Stärke? Ja. Wenn du es in seine Richtung wirfst und du auf Dexterity, wollte ich schon sagen, Aragorn. What? Achso. Ein Saving Throw oder? Ja. Achso, ja, warte mal, Stärke muss ich ja für dich würfeln, huch. Ja. Also muss ich nicht würfeln, oder was? Doch, einen Dexterity Save, bitte. Er hat eine 22. Ich mach das mal als Unarmed Strike bei Andros. Was hat er da drauf? Du kriegst 4 Schaden. Aragorn reibt sich die Stirn. Da hat ihn der Kelch getroffen und sagt: Au. Misty kommt auf dich zu und castet Cure Runes. Und du kriegst deine 4 wieder. Ich möchte vor ihr Cure Wounds casten. Kannst du gern tun. Also kriege ich sogar 4 dazu? Nein. Kannst du nicht.
Also. Ey, das ist ja voll super. Das kann ich jetzt den ganzen Tag machen, wenn Misty das heilen kann. Ich nehme den Arm voll Kälchen und schreie an. Nein, mache ich nicht, aber. Dich erreicht eine Nachricht in den Kopf, die halb ermahnend und halb belustigend gemeint ist, Andros. Und also wow. Bitch. Emotional Damage. Also was machen wir jetzt? Was war denn dein ursprünglicher Plan, als du mit uns herumgereist bist? Ich wollte euch so lange wie möglich von ihm fernhalten, bis ihr stark genug seid. Nun seid ihr schon zu früh auf ihn getroffen. Yay. Aragorn sagt, na das hast du ja super hinbekommen. Ich okay. Wusste nicht, dass Big Z so weit gekommen ist. Ich weiß nicht mal, woher... Da muss er ihn beeinflusst haben und ihm die Informationen gegeben haben. Er wollte auftauchen. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Und was schlägst du vor, was wir tun sollen? Ich habe selbst momentan keine Ahnung. Ich brauche eure Hilfe. Ja, schon klar, aber wie könnten wir dir aus der Situation helfen? 5 gegen 1 ist besser als einer gegen 1. Wobei, du sagtest gerade stark genug, gibt es irgendwelche Schwächen, die man bei ihm ausnutzen könnte? Auch seine Eitelkeit, seine Arroganz? Entschuldigung. Ja, nee, passt schon. Keine Ahnung, was man gegen so einen macht. Also, Iron ist immer noch ein bisschen außer sich. Also, ne? Der sitzt dort, der guckt sich an. Okay. Also, wir haben gerade einen Brief gelesen. Warum klinge ich jetzt wie Andros immer, wenn ich seine Stimme mache? Also, wir haben gerade einen Brief gelesen, in dem stand, dass die Welt, wie wir sie kennen, und die Rassen, wie wir sie kennen, wie ich sie seit 180 Jahren kenne, wegen irgendeinem komischen Pilz so sind, wie sie sind. Und es hat keinen von euch kümmert, das auch nur im Geringsten. Aragorn sagt, wie gesagt, ich mag keine Champignons. Ja, es ist halt alles aus den Menschen entstanden. Na und? Was soll das jetzt besonders daran sein? Weil, ich weiß ja nicht, was... Ich weiß nicht, was du darunter verstehst, aber ich kenne die Welt so, wie sie ist. Seit 180 Jahren. Das stellt so ziemlich alles auf den Kopf, was ich in 180 Jahren gelernt habe. Was meinst du wohl, warum verboten wurde, über die Vergangenheit zu forschen? Was meinst du wohl, warum das alles so entstanden ist, diese Gesetze und so? Und willkommen auf der Welt, wenn man 10-mal so lange lebt wie du. Und diese Welt, wie sie hier ist, ist nicht allzu schlecht. Sie hat zwar ein paar Makel, aber es geht bei weitem schlimmer. Ich meine auch nicht im Geringsten, dass diese Welt schlecht ist. Also ich für meinen Teil, ich würde ganz gerne erst einmal zu... Wo war der? Dudras, ne? Ja. Okay. Ich würde ganz gerne erst einmal zu Dudras. Ich habe da noch was mit ihm zu regeln. Jetzt, da Big Z tot ist, definitiv, aber... Müssen wir nicht noch ein Kopfgeld einsammeln? Und so, mit Köpfe meine ich, du könntest mal deine Axt da schwingen. Die sind restlos verbrannt. Och, Menno. Und das würde ich an deiner Stelle nicht tun, Andros. Was? Was? Wegen Köpfen oder zu Dudras gehen? Zu Dudras gehen. Was soll er denn machen? Wie viel kannst du denn noch werden? Nicht er.
sondern... Ich wäre nicht er. Nicht Dutra, sondern die Person, die im Kerker sitzt. Und vor allem... Wenn, soll ich da lassen? Wenn, dann geh allein. Dann wird's vielleicht nicht ganz so schlimm für dich. Und welche Person in welchem Kerker reden wir überhaupt? Das habe ich nicht verstanden. Oh, du hast ihm immer noch nichts erzählt? Nein, aber ich glaube, das sollte ich jetzt nachholen.